Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen öffentlichen Fachgespräch, dem letzten vor der sitzungsfreien Zeit, also vor dem Herbst. Und unser Thema heute ist 4 Jahre Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung, Fazit und Ausblick. Wir haben uns in guter Tradition Sachverständige eingeladen, die ich nachher im Einzelnen auch vorstelle. Ich will jetzt erst ein paar allgemeine Anmerkungen machen, insbesondere für die Gäste auf der Tribüne, die ich damit auch sehr herzlich begrüße. Fotografieren, Filmen und auch Mitschnitte sind nicht erlaubt, sondern der akkreditierten Presse und Personen mit besonderer Erlaubnis vorbehalten. Es wird eine zeitversetzte Übertragung dieses öffentlichen Fachgesprächs ab 13.30 Uhr im Internet geben. Das Video der Veranstaltung wird auf der Internetseite des Bundestages verlinkt. Statements, Diskussionen und PowerPoint-Präsentationen werden ebenfalls über das Internet zugänglich gemacht. Wir machen üblicherweise von der Sitzung ein Wortprotokoll. Wenn niemand widerspricht, werden wir das auch heute so handhaben. Dann haben wir das so beschlossen. Vielen Dank. Ich werde jetzt kurz den Ablauf darstellen. Die Sachverständigen werden jeweils 3 Minuten ihr Eingangsstatement vortragen. Und danach gibt es die Frage-Antwort-Runden. Das heißt, jeder Abgeordnete nach der Reihe der Fraktionen hat ein Zeitbudget von 5 Minuten, das sowohl die Frage wie die Antwort inkludiert. Das heißt, der Abgeordnete entscheidet darüber, wie viel Zeit er für die Antwort übrig lässt. Hoffentlich dann immer sehr viel, denn wir wollen ja etwas lernen heute. Und damit Ihnen das ein bisschen leichter fällt, sich an der Zeit zu orientieren, läuft dieses Instrument über Ihnen ab. Also ab und zu ein Blick dahin lohnt sich. Wenn beim Eingangsstatement der rote Bereich nach 3 Minuten auftaucht, ist es Zeit, zum Ende zu kommen und bei der Antwort, die Sie dann einem Abgeordneten geben, nach 5 Minuten abgelaufener Zeit, ist es dann gut, zum Ende zu kommen. Also der rote Bereich ist immer gefährlich. So, worum geht es heute? Wir haben die Zielsetzung bzw. unsere zentrale Fragestellung heute. Wie kann die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung zum handlungsleitenden Rahmen jeglicher Regierungstätigkeit gemacht werden? Wir wissen, würde die ganze Welt so leben wie Deutschland, dann bräuchten wir 3 Planeten. Das deutsche und auch das europäische Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell ist nicht nachhaltig, weder ökologisch noch sozial und mit globaler Gerechtigkeit auch nicht vereinbar. Es gab eine große Hoffnung bei der Verabschiedung der Agenda 2030 mit ihren 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung, die sogenannten SDGs, die sich bisher nicht wirklich erfüllt hat. Und dieses Jahr im September jährt sich jetzt zum 4. Mal die Verabschiedung dieser Resolution Transformation unserer Welt, die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen. In diesem Jahr stehen 2 Ereignisse an. Vom 9. bis 18. Juli 2019 wird die Staatengemeinschaft beim High-Level Political Forum über den Stand der Umsetzung der Agenda 2030 beraten. Darüber hinaus werden die Staats- und Regierungschefs auf dem SDG-Gipfel am 24. und 25. September die Chance haben, dem Prozess neuen Schwung zu verleihen. Die Bundesregierung hat angekündigt, die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie, mit der die Ziele in Deutschland umgesetzt werden sollen, weiterzuentwickeln. Der Arbeitsprozess dafür soll im Herbst 2019 starten. Und jetzt begrüße ich im Einzelnen ganz herzlich unsere Sachverständigen für unsere heutige Erörterung. Das ist erstmal Herr Professor Dr. Günter Bachmann vom Rat für nachhaltige Entwicklung. Herzlich willkommen. Dann Ministerialdirektor Dietmar Horn vom BMU, von der Abteilung G, das heißt grundsätzliche und übergreifende Angelegenheiten der Umweltpolitik, Nachhaltigkeit, gesellschaftspolitische Grundsatzfragen, und er ist Ressortkoordinator für nachhaltige Entwicklung. Herzlich willkommen, Herr Horn. Dann vom BMZ haben wir Sie, nehme ich an, von Herr von Gemmingen-Guttenberg. Ich habe Sie hier noch nicht benannt, Entschuldigung, deshalb musste ich jetzt ein bisschen gucken. Herzlich willkommen auch Sie. Dann Jürgen Meyer vom Forum Umwelt und Entwicklung. Herzlich willkommen. Professor Joachim Fetzer vom Deutschen Netzwerk Wirtschaftsethik eben und Mitglied im Lenkungsausschuss Sustainable Development Solutions Network Germany. Herzlich willkommen. Und Dr. Björn Peters vom eigenen Forschungs- und Beratungsinstitut für Energiewirtschaft und Politik. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen.
und Frau Dr. Steffi Ober vom Naturschutzbund Deutschland. Herzlich willkommen hier im Umweltausschuss. Und damit gehen wir über zum ersten Statement und das kommt von Herrn Professor Bachmann. Bitte schön, Sie haben das Wort. Vielen Dank, sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren. Die Agenda 2030 aus meiner Sicht ist ein Gewinn des Multilateralismus. Die Vorgeschichte, die ich jetzt nicht erzähle, war schwierig. Wir haben es dann, die Weltgemeinschaft hat es dann geschafft, diese Vereinbarung in 2015 zu treffen. Die Erfolge, die jetzt da sind, sind noch nicht groß. Das räume ich ein. Aber man darf auch nicht vergessen, wie schwierig es ist, überhaupt multilaterale Vereinbarungen dieser Zeit zu treffen. Insofern ist die Doppelung Paris-Abkommen und SDG New York etwas, was man weiterentwickeln muss, aber auch nicht sozusagen so krass, dass es abgeschossen werden kann von seinen Gegnern. Wir haben in New York die sogenannten freiwilligen Nachhaltigkeitsberichte der Staaten. Das ist toll, dass sich so viele Staaten daran beteiligen. Nach meiner Beobachtung ist das so wie eine Schulklasse, die ohne Lehrer ist, altersgemischt und sich selber Schulzeugnisse gibt. Das ist nicht wirklich das, was man braucht, um Fortschritte zu erzielen, also Bewertungen des Fortschritts überhaupt hinzubekommen. Aber es ist gut, dass die Staaten zu so einer freiwilligen, zunächst mal freiwilligen Berichterstattung bereit sind. Materiell, Frau Vorsitzende, haben Sie recht, da sind wir nicht weiter vorangekommen. Und nur ein Schlaglicht, wenn die Wissenschaftler feststellen, 1 Million Arten sind ausgestorben, dann kann man die Vermutung anstellen, bei der 2. Million wäre dann auch Homo sapiens dabei. Das ist nur als Schlaglicht. Vor diesem Hintergrund trifft man sich da in New York oder müssen wir auch die SDG-Agenda bewerten. Und wir tun es am besten dadurch, dass wir national Fortschritte erzielen, weil nur dann mit einer Nachhaltigkeitsstrategie, die in Deutschland funktioniert, mit deutscher Hilfe anderswo und vor allen Dingen durch Deutschland, durch Innovationen, Verbesserungen hierzulande, die Ausstrahlungswirkung in die Welt haben. Nur so kriegt man die Glaubwürdigkeit hin, auch bei anderen Forderungen zu stellen. Wir selber als Nachhaltigkeitsrat versuchen, eine globale Plattform von Nachhaltigkeitsräten und anderen Einrichtungen hinzubekommen, weil das fehlt im internationalen Bereich, also ein vertrauenswürdiger Raum der Diskussion. Wir haben national eine Reihe von Vorschlägen an die Bundesregierung gerichtet zur Nachhaltigkeitsstrategie, jetzt schon im Vorfeld des eigentlichen Startschusses zur Neuaufstellung, von denen wir hoffen, dass sie berücksichtigt werden. Da ist zu nennen vor allen Dingen, dass wir bei den sogenannten Off-Track-Zielen, bei den nicht erreichten Zielen für 2020 deutlich nachlegen müssen, was politische Maßnahmen angeht. Wir glauben auch, dass es ein Gemeinschaftswerk Nachhaltigkeit braucht, wo Zivilgesellschaft, Unternehmen und Regierungsverantwortung gemeinsam in die Ziele einzahlt. Das haben wir bisher noch nicht. Das steht für uns auf der Agenda der nächsten Schritte. Herzlichen Dank. Vielen Dank Ihnen. Und für das Bundesumweltministerium hat jetzt Herr Horn das Wort. Bitte schön. Machen Sie das Mikrofon noch an, bitte. Auch die Begrüßung nochmal, Frau Vorsitzende, Damen und Herren Abgeordnete. 4 Jahre Agenda 2030. Wo stehen wir? Wie geht es weiter? 4 Jahre nach Verabschiedung der Agenda 2030 lässt sich feststellen, die Entwicklung in Sachen Nachhaltigkeit ist vielschichtig. Sie ist zum Teil ambivalent. Es gibt Bereiche, in denen, das ist evident, deshalb muss man das auch offen ansprechen, in denen es noch immer nicht schnell genug vorangeht. In anderen Feldern sind wir auf gutem Wege, die Ziele der Agenda 2030 bzw. der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie zu erreichen. Ich komme noch darauf zurück. Zum Gesamtbild gehört, es gibt zwar immer noch viele, zu viele Menschen, die mit Begriffen wie Agenda 2030, SDGs oder Sustainable Development wenig anfangen können. Aber es gibt eben auch zahlreiche Initiativen und Projekte für mehr nachhaltige Entwicklung. Ich verweise gerade auch auf die kommunale Ebene. Hier tut sich enorm viel. In vielen Städten und Regionen ist Nachhaltigkeit ein Thema. Und inzwischen haben sich auch zahlreiche Unternehmen ernsthaft auf den Weg gemacht, Produktion, Produkte oder Dienstleistungen Schritt für Schritt nachhaltiger zu machen. Daran müssen wir anknüpfen. Diese Ansätze müssen wir stärken.
Ein häufig diskutiertes Thema sind die Governance-Strukturen. Was diese Strukturen angeht, ist Deutschland in Sachen Nachhaltigkeit grundsätzlich gut aufgestellt. Es gibt inzwischen auf allen Ebenen Gremien, die das Thema Nachhaltigkeit kontinuierlich bearbeiten. Entsprechende Verfahren, Formate wurden etabliert. Natürlich kann man das alles noch umfassender und noch viel detaillierter regeln, aber mein Eindruck ist, dass die vorhandenen Strukturen eine stabile Grundlage sind, um nachhaltige Entwicklung voranzubringen. Das wurde uns auch im Rahmen des internationalen Peer Reviews 2018 unter Vorsitz der ehemaligen Leiterin des UN-Entwicklungsprogramms Helen Clark attestiert. Richtig ist aber auch, und auch das wurde uns attestiert, wir werden unsere Anstrengungen nochmals erhöhen und beschleunigen müssen, wenn wir die 17 SDGs umsetzen wollen. Auch das haben uns die Peers letztes Jahr mit auf den Weg gegeben. Ein Blick auf den Indikatorenbericht 2018 zur deutschen Nachhaltigkeitsstrategie macht deutlich, wo wir auf Kurs sind und wo das nicht der Fall ist. Da wir hier im Ausschuss für Umwelt sind, will ich an dieser Stelle beispielhaft einige Off-Track-Indikatoren mit starkem Umweltbezug herausgreifen. Das betrifft zum Beispiel die Reduzierung von Treibhausgasemissionen, den Schutz der Artenvielfalt und der Landschaftsqualität, die Siedlungsdichte bzw. die Reduzierung der Flächen neu in Anspruchnahme oder die Reduktion von Nährstoffeinträgen in Böden und Gewässer. Zu diesen und den übrigen Off-Track-Indikatoren wurde jetzt ein entsprechender Arbeitsprozess in der Bundesregierung in Gang gesetzt, mit dem Ziel, zusätzliche Maßnahmen zu identifizieren, mit denen die Vorgaben bis 2030 erreicht werden können. Es geht also jetzt darum, die gesetzten Ziele umzusetzen. In diesem Zusammenhang will ich auf einen Leitsatz der Agenda 2030 hinweisen, der bei der Umsetzung meines Erachtens nach von zentraler Bedeutung ist. Dieser Satz lautet: Leave no one behind, niemanden zurücklassen. Ich bin überzeugt, nur wenn wir die sozialen Auswirkungen des anstehenden umfassenden Transformationsprozesses frühzeitig berücksichtigen, werden wir die nötige breite gesellschaftliche Akzeptanz für diesen Prozess gewinnen. Vielen Dank. Und jetzt für das Ministerium für Entwicklung und wirtschaftliche Zusammenarbeit, Herr von Gemming-Guttenberg, bitte. Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende, liebe Abgeordneten. Ich würde neben dem, was eben mein Kollege von BMU erwähnt hat über die nationale Umsetzung, etwas die internationale Dimension unseres Handelns betonen. Wir sind uns darüber im Klaren, dass nationales, lokales und internationales Handeln einander bedingt. Der UN-Generalsekretär hatte die nächste Dekade als Decade of Delivery, also wirklich Dekade der Umsetzung, ausgerufen. Der Klimagipfel spielt da eine wichtige Rolle. Und diese enge Verknüpfung zwischen dem Klima- und dem SDG-Gipfel ist, glaube ich, eine wichtige Kombination, weil eben auch der Schlüssel zur Erreichung der Klimaziele hier in Deutschland, finde ich, ein gutes Beispiel, diese Kohlekommission, wo eben diese Format genutzt wurde, um Interessensaushandlungen eben in einem Format gemäß der drei Dimensionen nachhaltiger Entwicklung eben auch zu einem Ergebnis zu führen. Wir erwarten uns von diesem SDG-Gipfel eine Bekräftigung des Willens zur Umsetzung weltweit, aber eben auch insbesondere bei den SDGs, die am weitesten zurückliegen, eben konkrete ambitionierte Maßnahmen zur Beschleunigung der Umsetzung, also nicht nur national, sondern auch international, wobei wir natürlich auch gucken müssen, was für internationale Prozesse gibt es schon, dass wir da nichts doppeln, ist auch sehr wichtig. Der Global Sustainable Development Report, der auf dem Gipfel vorgestellt wurde, hatte folgende Bereiche oder skizziert folgende Bereiche, wo die globalen Trends in eine unterschiedliche Richtung gehen. Das ist vor allem das Thema weltweite Ungleichheit. Die Schere weltweit klafft immer weiter auseinander. Das Thema Klima, Artenvielfalt, aber eben auch das Thema Lieferketten, Konsummuster und auch das Thema Müll. Deswegen ist es da wichtig, dass wir international handeln, aber natürlich eben auch national vorankommen. Wie gesagt, Klimaschutz, Kreislaufwirtschaft. Und Herr Horn erwähnt das auch, die SDGs insgesamt bekannter zu machen. Wir wollen da auch im Herbst mit einer großen
Kampagne starten, auch mit verschiedenen Verbänden zusammen, und die Rahmenbedingungen für nachhaltiges Wirtschaften zu verbessern. Wir hatten gerade letzte Woche zusammen mit dem BMU eine erste Nachhaltigkeits- oder eine Vorbereitungskonferenz für dieses High-Level Political Forum gemacht. Und interessanterweise kam da insbesondere von den Wirtschaftsvertretern die ganz klare Botschaft: Wir schaffen das. Es wird aber verdammt schwer und es wird Konflikte geben. Und dazu müssen wir eben auch gemeinsam die Rahmenbedingungen für schaffen. Ich würde es gerne damit bewenden lassen. Genau, und freue mich auf die Diskussion. Vielen Dank. Und als Nächster hat das Wort Herr Mayer vom Forum Umwelt und Entwicklung. Bitte schön. Ja, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, herzlichen Dank. Vor zwei Wochen haben 135 Organisationen eine zivilgesellschaftliche Erklärung zur deutschen Nachhaltigkeitspolitik an Kanzleramtsminister Helge Braun übergeben, die Ihnen vorliegt. Und unter dem Titel »Genug herausgeredet, Höhenangst überwinden« haben wir dort, Zitat, »abgrundtiefe Lücken in der Nachhaltigkeit in Deutschland« konstatiert. Würde die ganze Welt so leben wie Deutschland, bräuchten wir drei Planeten. Und wir haben konstatiert, dass der erhoffte Weckruf durch die Verabschiedung der Agenda 2030 bisher nahezu ungehört verhallt ist. Was bedeutet die Großaufgabe der UN-Nachhaltigkeitsziele für Deutschland? Dass ein Exportweltmeister einen ziemlich großen ökologischen Fußabdruck hat, kann eigentlich nicht verwundern. Für so etwas gibt es ja einen interessanten Maßstab, nämlich den sogenannten Erdüberlastungstag. Das ist der Tag, an dem wir im Kalenderjahr die regenerierbaren natürlichen Ressourcen aufgebraucht haben und auf Pump leben, Raubbau betreiben. Für die ganze Welt liegt dieser Tag inzwischen am 2. August, für Deutschland aber bereits am 2. Mai. Vor 50 Jahren lag dieser Termin noch Ende November. Schon diese einfache Tatsache zeigt, dass wir in den letzten Jahrzehnten seit der Rio-Konferenz 92 nicht wirklich viel vorangekommen sind auf dem Weg zur Nachhaltigkeit. Ich will dazu einfach einige Fakten aufzählen, die aufzeigen, wo wir stehen und warum ein Weiter-so die Erde ruiniert. Noch immer hat Deutschland einen Pro-Kopf-CO2-Ausstoß von ca. 10 Tonnen pro Person und Jahr. Nachhaltig wäre etwa ein Fünftel bis ein Viertel davon. Die Deutschen verbrauchen 16,2 Tonnen Rohstoffe pro Kopf und Jahr. Das sind 44 Kilogramm am Tag, Tendenz steigend. Doppelt so viel wie der Weltdurchschnitt. Dieses Verbrauchsmuster setzen wir der Energiewende, den Elektroautos, der Digitalisierung und all den Hightech-Infrastrukturen nahtlos fort. Von der Weltproduktion von Lithium von knapp 200.000 Tonnen geht ein Fünftel nach Europa, das meiste nach Deutschland. Unser Müllaufkommen liegt bei über 220 Kilogramm pro Kopf und Jahr. Auch hier Tendenz steigend. Vor 10 Jahren waren es noch 190 Kilogramm. Wir mögen Europameister in der Mülltrennung sein. Das sind wir. Aber leider sind wir auch Europameister in der Müllproduktion. Niemand produziert hier so viel Müll wie wir. Wir sammeln auch viel Altpapier. Das stimmt. Mehr als andere Länder. Leider verbrauchen wir auch mehr Papier als andere. Merkwürdigerweise liegt pro Kopf der Papierverbrauch in Frankreich konstant bei 60% des deutschen Papierverbrauchs. Wenn er steigt, steigt er in beiden Ländern. Wenn er sinkt, sinkt er auch in beiden Ländern. Aber warum die Franzosen bei einem doch recht ähnlichen Lebensstil mit 60% des Papierverbrauchs von uns klarkommen, also 140 statt 250 Kilogramm pro Kopf und Jahr, das konnte mir noch niemand erklären. Fast 4,5 Millionen Tonnen Soja importiert Deutschland für seine Massentierhaltung. Und dafür brauchen wir fast 3 Millionen Hektar Fläche im Ausland, mehr als die Hälfte in Brasilien. Das war mal Regenwald. Nur deshalb schaffen wir es, 6 Millionen Tonnen Milchprodukte und fast 6 Millionen Tonnen Fleisch in alle Welt zu exportieren, meist zu sehr günstigen Preisen. Zu günstig für viele Bauern woanders, zu günstig auch für immer mehr deutsche und europäische Bauern. Die deutsche Agrarwirtschaft mit ihren Billigexporten ist längst ein Riesenproblem für nachhaltiger wirtschaftende Kleinbauern in Afrika geworden, wo sie eine Migrationsursache geworden ist. Und nach jahrzehntelangem Verstoß gegen die EU-Nitratrichtlinie werden wir jetzt wohl bald Strafzahlungen haben, weil unser überzogener Tierbestand eine Problemlösung überhaupt nicht zulässt. 27 Millionen Schweine, 12 Millionen Rinder, 164 Millionen Hühner. Ja, ich habe festgestellt, ich bin schon über der Zeit. Ich beende damit die Aufzählung. Ich hätte aber noch viel, viel mehr solche Zahlen. Dankeschön. Ja, Strafzahlungen stehen hier nicht an. Und ich denke, dass Themen, die Sie jetzt noch auf der Palette haben, wahrscheinlich auch befragt werden. So, jetzt kommen wir zu Herrn Professor Fetzer.
Er spricht für das deutsche Netzwerk Wirtschaftsethik. Bitte schön. Ich spreche in der Tat nur für das deutsche Netzwerk Wirtschaftsethik. Sie hatten ja Sustainable Development Solution Network erwähnt. Und die teilweise heftigen Debatten, die wir dort geführt haben, gehen natürlich meine Überlegungen ein. Aber eingeladen wurde ich hier, als die Einladung kam, nur für das DNW. Sehr geehrte Frau Staatssekretärin, Frau Vorsitzende, verehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren, die Agenda 2030 ist in manchen Kreisen tatsächlich kaum bekannt. Wurde gesagt. Und wo sie bekannt ist, wird sie oft mit Sympathie betrachtet, aber ihre 17 Ziele und 169 Unterziele werden nicht wirklich ernst genommen. Es gibt Ausnahmen, der Rat für nachhaltige Entwicklung ist eine Ausnahme, German Watch ist eine Ausnahme und auch einige andere, Wuppertal und so weiter, wollen die Agenda 2030 zu einer normativen Grundlage einer großen Transformation machen. Die Methode, kreative Agenda 2030 Projekte identifizieren, die sogenannten Vorreiter, die Pioniere und das dann in ein staatlich gestütztes Mainstreaming dieser Projekte dafür sozusagen zu sorgen, von Steuern, Unternehmensfinanzierung bis zur Bildung für nachhaltige Entwicklung. Auch ich finde, wir sollten die Agenda 2030 ernst nehmen und deswegen gestatten Sie mir, dass ich Ihre Frage ernst nehme und wörtlich nehme, die Sie uns gestellt haben. Wie kann die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung zum handlungsleitenden Rahmen jeglicher Regierungstätigkeit werden? Als Wirtschaftsethiker und vielleicht auch als Mensch fragt man vor dem Wie, warum soll man das überhaupt? Und meine Antwort ist, nein, das sollten wir gar nicht wollen. Warum? Weil wir würden damit die Errungenschaften einer freiheitlichen Gesellschaftsordnung zugunsten einer Transformation entlang der Agenda 2030 zur Disposition stellen. Ich kann das jetzt hier nicht begründen. Deswegen, ich glaube, wir sollten das gar nicht anstreben. Vielmehr sollten wir was anderes machen, nämlich unsere eigene Tradition anknüpfen, zum Beispiel an die Klassiker der sozialen Marktwirtschaft. Viele von Ihnen kennen noch, Frau Dött kennt mit Sicherheit noch die klassische Formel von Alfred Müller-Amag, die Freiheit des Marktes mit dem sozialen Ausgleich zu verbinden. Und der soziale Ausgleich war damals die Chiffre für die Lessons learned aus den sozialen Verwerfungen des 19. Jahrhunderts. Heute gehört die Agenda 2030 genau an diese Stelle und nur an diese Stelle. Das heißt, wir sollten heute uns orientieren an Folgendem, die Freiheit des Marktes und in der Gesellschaft zu verbinden mit den sozialen und ökologischen Herausforderungen der 2030er Agenda für nachhaltige Entwicklung. Und das wäre ein gutes Orientierungsmuster und hätte Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsstrategie, auf das Regierungshandeln, auf die Wirtschaftsordnung und nicht zuletzt auf den Bildungsbereich. Wenige Sätze dazu auf den drei Ebenen Gesellschaft, Unternehmen, Bildung. Gesellschaft, Wirtschaftspolitik, meines Erachtens ist dringend geboten, mal in der Nachhaltigkeitsstrategie oder anderswo die Agenda 2030 einer grundsätzlich marktwirtschaftlich ordnungspolitischen Beurteilung zu unterziehen. Das gibt es, ich kenne es jedenfalls nicht. Beispiel Unternehmen. Die Agenda 2030 gehört nicht nur ins Lieferkettenmanagement, nicht nur ins Berichtswesen, Stichwort CSA-Richtlinie, sondern sie gehört vielleicht im Sinne eines Shared-Value-Ansatzes in die Innovations- und Entwicklungsabteilungen von Unternehmen. Ebene Bildung. Es gibt inzwischen tolle Bildungsprojekte, bin gleich fertig, aber wir reden hier nicht über tolle Bildungsprojekte, die vielleicht sogar digitale Transformation mit globalen Zielen verknüpfen. Finde ich alles wunderbar, sondern wir reden hier über ein gesamtgesellschaftliches Bildungsprogramm, über den Anspruch, solche Projekte und sozusagen auch eine Nachhaltigkeitslebensform zum Mainstream zu machen. Und da sollten wir aufpassen. Zumindest im Bildungsbereich darf es einmal ausnahmsweise mal nicht um die Rettung der Welt gehen, sondern um individuelle Menschen und um deren persönliche Entwicklung. Und den 17 Zielen wäre da ein einziges Ziel gegenüberzustellen, das ich in den Worten von Bettina Wegner formulieren würde. Gerade klare Menschen wären ein schönes Ziel. Menschen ohne Rückgrat haben wir schon zu viel. Was der Rat für nachhaltige Entwicklung zur Bildung für nachhaltige Entwicklung geschrieben hat, da dürfen Sie das durchaus als kritischen Kommentar sozusagen zu den Ausführungen des Rates verstehen. Herzlichen Dank. Dankeschön. Und Herr Dr. Peters, bitte für das nächste Statement. Ja, Frau Vorsitzende, meine sehr verehrten Damen und Herren, Abgeordnete, ich freue mich, Ihnen heute Grundsätze meines Denkens über Ökologie und Energie darstellen zu können. Ich mache das schon einige Jahre. Ein bisschen davon ist auch schon in die Programmatik von verschiedenen politischen Parteien eingeflossen. Und heute für die Vorbereitung wurde ich gebeten, mich mit dem Thesenpapier und den Empfehlungen des Nachhaltigkeitsrats auseinanderzusetzen. Die 17 UN-Nachhaltigkeitsziele sind definitiv eine sehr gute Basis und ein sehr unterstützenswerter Rahmen. Ich glaube, es gereicht jedem zur Ehre, das sehr, sehr ernst zu nehmen und dann aber auch wirklich zu fragen, wie kann man das erreichen? Und mir fiel auf bei den Empfehlungen, dass es dort sehr viel um das Wie ging, aber weniger um das Was.
Und hier möchte ich ansetzen, da politische Maßnahmen nicht notwendigerweise das erreichen, was sie auch zum Ziel haben. Wir haben beispielsweise einen sehr großflächigen Anbau von Biomasse zur Energiegewinnung. Wir haben, und das vernichtet natürlich, selbstverständlich, es steht in Konkurrenz zu einer freien Entfaltung der Natur. Es ist vernichtet also Lebensraum, wohingegen Artikel 20a Grundgesetz alle staatlichen Akteure dazu verpflichtet, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen. Also wir haben hier einen Konflikt und normalerweise bedürfte es einer Güterabwägung, um dann aus diesem Konflikt herauszukommen oder um eine solide, fundierte Meinung zu bilden. Das würde aber in keinem einzigen Fall der Energiegesetzgebung würde eine sorgfältige Güterabwägung vorgenommen. Und das macht die deutsche Energiegesetzgebung natürlich zum beispielhaft angreifbar. Welche Fragen dabei zu untersuchen wären, habe ich auch in meiner schriftlichen Stellungnahme hinterlegt. Und angesichts dieser doch teils unzureichenden Erfolgsbilanz Deutschlands in Sachen Nachhaltigkeit ist also die Frage nach dem Was wirklich zentral. In Übereinstimmung mit den UN-Nachhaltigkeitszielen ist nämlich zu fragen, wie in einer Welt, deren Bevölkerung ansteigt und zunehmend wohlhabend wird, der wachsende Bedarf, der wirklich da ist, an Nahrung, Energie und Rohstoffen so gedeckt werden kann, dass die Artenvielfalt erhalten bleibt. Und wir leisten uns eben einen sehr hohen Flächenverbrauch. Das muss zurückgehen. Wir müssen uns in der Fläche konzentrieren. Wir müssen auf kleinerer Fläche mehr Nahrung, Energie und Rohstoffe produzieren als bisher, um dort voranzukommen. Und deswegen sollte Deutschland auf zwei Strategien setzen, nämlich Konzentration und Kreislaufwirtschaft. Und während wir in der Kreislaufwirtschaft eigentlich führend sind, also ich trotz der Kritik, die Sie zu Recht äußern, haben wir dort doch sehr gutes Know-how. Wir können Produktionsprozesse entsprechend umgestalten, aber wir leisten uns eben eine extrem flächenintensive Energiepolitik, die unnötig viel Natur verbraucht. Gerade Solar- und Windkraft sowie diese Energie aus Biomasse stellt wegen ihrer geringen Flächendichte nämlich keine wirklich umweltfreundliche Energieerzeugungsart dar. Es ist daher das Gebot der Zeit, nach hochkonzentrierter, preisgünstiger, frei verfügbarer und sicherer Energie zu suchen. Und zwar nicht nur wegen des Umweltschutzes, da gibt es viele gute Argumente dafür. Das ist auch ein Wohlstands- und Friedensprojekt, wenn man mit berücksichtigt, wie viele Kriege um Öl geführt wurden in der Vergangenheit und damit definitiv auch im Sinne der UN-Nachhaltigkeitsziele. Und in diesem Sinne würde ich mich heute sehr freuen, wenn wir mehr über das Was der Nachhaltigkeitsstrategie sprechen könnten als über das Wie. Dankeschön. Dankeschön. Und das letzte Statement hören wir von Frau Dr. Ober für den Naturschutzbund. Bitte schön. Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren. Wir sehen die Agenda 2030 als zentralen Motor für Innovation und für Transformation, der gerade auch im Regierungshandeln viel stärker als bislang umgesetzt werden soll. Und wir haben schon gehört, die Governance-Strukturen in der Regierungen sind auch dafür entscheidend. Und die Frage ist, wie kommen wir zu agilen Governance-Strukturen, die einem solchen Querschnittsthema, wie wir es hier haben, überhaupt angemessen sind. Das, was wir heute sehen, ist vor allem disziplinäres Denken, sektorales Denken, Denken in Ressortzuständigkeiten, anstatt in komplexen Fragestellungen, Problemlösungen, die dann auch gemeinsam und kooperativ angegangen werden können. Politik und Verwaltung, das ist die große Herausforderung auch der Agenda 2030. Wir haben gehört, in den Kommunen klappt das auch schon viel besser. Aber das muss natürlich genauso auf den Landesebenen und auch auf der Bundesebene vonstatten gehen, dass wir zu lernenden Organisationseinheiten kommen, die sich auch selbst reflektieren und die sich strategisch ausrichten können, anstatt nur klein-klein und Details zu verwalten. Wir sehen das zum Beispiel an der Energiewende, die auch viel eher als Konkurrenz zwischen den Häusern, Wirtschaftsministerium, Umweltministerium gefahren werden, BMBF noch mit dazwischen, als in der Kooperation, die sich dann auch sinnvoll ergänzt und sinnvoll auch in den Forschungsprojekten und Förderprojekten kooperiert. Reibungsverluste machen das Ganze oftmals mühsam, intransparent und auch für die Akteure wenig erfreulich. Und ich denke, wir kommen so auch nicht weiter, um adäquate Lösungen zu finden für diese großen, komplexen strategischen Fragen.
Und hier sind natürlich neue Ansätze gefragt, die erprobt werden müssen, wo wir auch schneller sein müssen darin, für die Verwaltung auch mal neue Strukturen auszuprobieren, als lernende Organisation dazu zu lernen und auch zu sagen, okay, hat nicht geklappt, wir gehen auch noch mal einen neuen Weg an. Ich denke, das muss ein Stück weit auch viel flexibler werden, als wir es jetzt haben. Wenn wir im Zweiten schauen, auf Forschung und Innovation, hier brauchen wir sehr viel mehr Konsistenz, auch mit den Agenda 2030-Zielen, Hightech-Forum, Bioökonomierat, Wirtschaftsstrategien, Innovationsstrategien, all diese Strategien sollten auch zunehmend auf die SDGs mit ausgerichtet werden und auch im Sinne einer sinnvollen Governance die Akteure mit einbeziehen, die dann auch für diese sozialen und ökologischen Fragen mitstehen. Wir haben gehört, soziale Fragen sind der Kern auch dieser Agenda 2030, Konsumwandel, Mülltrennung, nicht Mülltrennung, sondern eben Kreislaufwirtschaft, überhaupt der Umgang mit dem Müll, das sind alles soziale Fragen, soziale Innovationen, die wir brauchen, weniger technologische Fragen. Insofern sollten auch diese sozialen Innovationen sehr viel stärker mit in den Forschungsprogrammen vorkommen und sehr viel stärker auch mit eingebunden werden als relevanter und wichtiger Indikator für den Erfolg unserer Forschungs- und Innovationsstrategien. Das Ganze in Patenten, Produkten und auch entsprechend als Inputfaktor zu messen, wie viel Geld wir damit reingeben, das reicht dabei weitem nicht aus. Der Punkt sozial-ökologische Forschung ist momentan noch relativ ein Nischenprojekt. Auch das gilt es sehr viel mehr einzubauen, sehr viel konsistenter mit den anderen Strategien aufzubauen und entsprechend auch mit Personen und Akteuren zu untermauern. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Damit sind wir am Ende der Eingangsstatement-Runde und kommen jetzt in die erste Fragerunde. Und die erste Frage stellt Herr Kruse für die CDU-CSU-Fraktion an Herrn Mayer. Bitte schön. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Herr Mayer, Sie haben ja recht viele Zahlen korreliert mit unserer Bevölkerung, also Pro-Kopf-Verbräuche. Dann sind wir ja auch ein wirtschaftlich sehr aktives Land. Was mich interessieren würde, ob Sie mir sagen können, wie das aussieht, wenn wir meinethalben deutscher Anteil an der Weltstahlproduktion gespiegelt an den für Weltstahlproduktion entstehenden CO2-Emissionen. Zum Beispiel. Ja, solche Rechnungen kann man natürlich anstellen. Man kann natürlich auch die Rechnung anstellen, die Emissionen, die durch die Produktion von Gütern entstehen, die wir importieren, ja, die wir aus China importieren, die müsste man eigentlich nicht den Chinesen zurechnen, sondern uns. Das ist möglich, kann man alles machen, aber die Vereinten Nationen haben ja eine Klimakonvention, wo man eben die Emissionen dort den produzierenden Ländern zuschreibt, wo sie entstehen. An diese Rechnung halte ich mich auch. Ich glaube im Übrigen, dass wir, wenn wir sozusagen das, was Sie vorschlagen, machen würden, auch nicht viel besser dastehen würden, ohne dass ich Ihnen jetzt die Zahlen auswendig präsentieren kann, weil wir ja in großem Stil, ich meine, unsere ganzen Computer und Laptops, die produzieren wir nicht hier. Da entsteht bei uns keine Emission, die entsteht in China. Das war, ja, Sie haben Zeit, bis die 5 Minuten abgelaufen sind. Okay, dann würde ich es nochmal präzisieren. Ich möchte einfach wissen, ob wir vergleichsweise in dem jeweiligen Segment besser sind bei der Produktion der gleichen Menge als andere oder ob wir schlechter sind, damit wir sehen können, wo wir noch besser werden müssen, damit bezogen auf die Weltgüter unser Anteil daran sinkt, an den Negativwirkungen. Jetzt verstehe ich das. Ich glaube, dass es darauf keine einfache Antwort gibt. Natürlich mögen wir möglicherweise in einigen Produktionssegmenten energieeffizienter produzieren, aber der Strom, um den es geht, der kommt dann vielleicht aus Braunkohle und ist damit trotzdem CO2-intensiver. Ich glaube, da gibt es keine einfache Antwort drauf, sondern das muss man sehr differenziert sehen. So, Herr Kruse, Sie haben immer noch Zeit, wenn Sie die nutzen wollen. Sie müssen nicht, aber Sie haben noch fast 3 Minuten Zeit. Den gleichen Fragen. Nein, Achso, Sie können gut, fragen, wenn Sie wollen. Dann wüsste ich ganz gerne von Herrn Bachmann, wir haben ja jetzt im Herbst Haushaltsverhandlungen und wenn Sie denn die Gelegenheit hätten, welchen Rat würden Sie denn dem Parlament mitgeben? Also abgesehen davon, dass wir mehr für den Rat für nachhaltige Entwicklung tun sollen, aber nein, insgesamt, wie wir mit dem Haushalt umzugehen haben. In der Tat, vielen Dank für die Frage, Herr Kruse. Ich rede nicht über den Rat jetzt, sondern ich rede darüber, dass wir als Deutschland, meine ich, viel mehr für die multilaterale Zusammenarbeit tun sollten.
Weil viele andere Staaten der Welt, die kommen zu uns, zum Rat, aber auch zu anderen Einrichtungen in Deutschland und fragen, wie macht ihr das hier? Es mag sein, dass die Agenda insgesamt noch notleidend ist, dass wir nicht genug vorankommen. Das ist alles richtig. Aber trotzdem gucken Sie sich genau an, was wir machen, weil die Fortschritte hier noch mehr sind als dort. Insofern können wir guten Gewissens in die multilaterale Zusammenarbeit investieren. Ich glaube auch, dass es Sinn macht, dass Deutschland mit der UN zusammen eine Plattform von solcher, wie Frau Ober sagt, agiler Initiativen macht, denn die fehlt in den meisten Ländern. Ansonsten bin ich nicht so pessimistisch, was die Wirkung des Nachhaltigkeitsgedankens in unserer Gesellschaft angeht. Wir hatten Anfang Juni die Deutschen Aktionstage Nachhaltigkeit. Über 3000, und zwar Freiwillige, nicht gedokterte Einzelaktionen überall im Land. Da passiert mehr, ich darf es auch mal so sagen, in ihren Wahlkreisen, als in Berlin meist sichtbar wird. Und wir finanzieren und stützen das durch die regionalen Netzwerke, die wir mit ihrer Hilfe, mit der Hilfe des deutschen Parlaments haben einrichten können. Die sind aber nicht ausreichend finanziert. Hier ist Nachholbedarf. Der geht, wie gesagt, nicht auf unser Konto, sondern auf das derjenigen Menschen, die in den Regionen, die, wie Frau Ober sagt, die Silos, die Ressortkreise aufbricht, indem sie Leute zusammenführt und dann zu neuen Aktionsformen auch zur Agenda 2030 führt. Ich finde, das ist eine positive Sicht auf die Dinge, die wir nur auch bis 2030 durchhalten müssen. Und bisher haben wir das noch nicht finanziert. Insofern wäre der Vorschlag ans Parlament, da nochmal hinzulangen. Dankeschön. Und da Sie auch mich gerade angesprochen haben, will ich klarstellen, dass meine Kritik, dass wir von der Erreichung der Ziele der SDGs noch weit entfernt sind, nicht der Zivilgesellschaft galt. So, die nächste Frage kommt von Herrn Träger und geht an Herrn Horn, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Also zuerst möchte ich sagen, ich bin sehr froh, dass wir die Agenda 2030 haben. Das war ein historischer multilateraler Erfolg. Ich meine, 192 Staaten der Welt mit den unterschiedlichsten Interessen haben sich darauf verständigt. Und deswegen sollten wir nicht mehr über das Wie sprechen. Und da jetzt dann ein einzelnes Ziel sollte jetzt die 17 Ziele ersetzen. Das, ich weiß nicht, ob ich Sie richtig verstanden habe, aber so wie ich es verstanden habe, bin ich definitiv nicht Ihrer Meinung. Ich war in der letzten Legislaturperiode Mitglied des Parlamentarischen Beirats und da lag ein großer Fokus drauf, wie können wir denn diesen SDG-Vertrag auf Deutschland herunterbrechen? Wie haben wir die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie sozusagen erneuert im Lichte der SDGs? Und Einigkeit besteht, glaube ich, jetzt muss der Fokus auf der Umsetzung sein. Wir sollten nicht mehr noch weiter über den theoretischen Überbau diskutieren, sondern der ist ja Gott sei Dank da. Und auf dieser Basis, glaube ich, geht es darum, die Maßnahmen auf die Straße zu bringen, das alles mit Leben zu erfüllen. Ich finde, dass das BMU, Herr Horn, für Sie, Sie ja heute da sind, da eine gute Rolle spielt, weil es eben auch neben den ökologischen Projekten, die Sie sowieso machen müssen qua Auftrag dann eben auch die sozialen Themen in den Ländern international oder auch bei uns im Blick hat. Und da lobe ich auch das BMZ mit. Das Bundeskanzleramt ist durchaus auch auf dem Plan, ist ja sogar Chefsache, aber heute zum Beispiel nicht da. Also es beschränkt sich so auf die großen Auftritte vor dem RNE. Da würde ich mir manchmal auch in der Mache mehr wünschen. Und Herr Horn, meine Frage wäre jetzt der Blick in den Maschinenraum. Wie stellen wir uns das vor, dass die Strategie, die da ist, mit den einzelnen Strategien aus den Häusern, wie wird da tatsächlich zusammengearbeitet, wenn Sie das vielleicht aus Sicht des BMU mal darstellen könnten? Also manchmal, das Stichwort Konsistenz, würde ich sagen, unseres Handelns, ich glaube, da gibt es viele Potenziale, die wir heben könnten. Haben Sie da einen Hinweis für uns? Ja, ich will auf zwei Punkte oder Verfahren eingehen, die gelten nicht nur für das BMU, die gelten für alle Ressorts und dann vielleicht auch noch was zur Bearbeitung dieses Themas innerhalb des BMU im Besonderen sagen. Für alle Ressorts, mithin auch für unser, ist wichtig im Zusammenhang mit der Frage, wie setzen wir denn die Themen, die Anforderungen von nachhaltiger Politik in Ressortpolitik um, dass es
ein Prüftool gibt, ENAP nennt sich das, elektronische Nachhaltigkeitsprüfung. Das heißt, wir sind, wenn wir Gesetzentwürfe schreiben, Verordnungen, was auch immer, sind wir gehalten, nach Geschäftsordnung der Bundesregierung, diesen Gesetzentwurf durch ein Prüftool im Grunde genommen zu überprüfen, abzuchecken, an welchen Stellen die 17 SDGs tangiert werden und ob das damit konform geht oder ob das dagegen verstößt. Das muss jeder Referent, jeder Referatsleiter, bei dem erstmal so ein Gesetzentwurf entsteht, machen. Das muss auch dokumentiert werden. Diejenigen hier, die als Abgeordnete im PBNE sitzen, werden das auch kennen, weil die Ergebnisse dieser Prüfung ja Ihnen auch vorgelegt werden. Jetzt kann man sagen, das ist ein sehr formaler Akt, das mag schon sein, aber es ist dann auch ein formaler Akt und ich lege schon viel Wert darauf, dass wir, wenn wir da vorankommen wollen, diese Dinge auch formalisieren. Am Ende wird das natürlich immer gelebt durch denjenigen, der das macht. Ich halte das für einen großen Fortschritt, dass wir innerhalb des Regierungshandels schon beim Schreiben, beim Entstehen von Referentenentwürfen über dieses Instrument gucken und auch damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konfrontieren mit der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, mit den Ideen der Agenda 2030. Passt das? Geht das konform oder gibt es da Widersprüche? Das ist ein ganz wichtiges Instrument. Das Zweite ist, dass noch gegen Ende der letzten Legislaturperiode eingesetzt wurden sogenannte Ressortkoordinatoren. Diese Ressortkoordinatoren sind gehalten, das ist auch in der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie so niedergelegt und insofern auch bindend für alle Ressorts, innerhalb der jeweiligen Ressorts für nachhaltige Entwicklung nicht nur zu werben, sondern auch sicherzustellen, dass sich das in den spezifischen Aufgabenbereichen der Ressorts, das sind ja ganz unterschiedliche, widerspiegelt. Und jetzt komme ich zu dem, was ich nur für mein Ressort sagen kann, weil ich mir jetzt hier auch nicht anmaße, über andere Häuser zu reden. Wir haben dazu immer das Verfahren, das passiert zum Teil in Abteilungsleiterbesprechungen, das passiert zum Teil auch, indem man Kolleginnen und Kollegen direkt anspricht. Wir haben ja dazu auch Runden. Insofern wird das bei uns im Haus auch gelebt. Vielleicht ist das bei uns jetzt auch etwas leichter, weil die meisten, eigentlich alle Themen, die wir im Hause bearbeiten, natürlich einen ganz engen Kontext zur Nachhaltigkeit, in dem Fall zur ökologisch determinierten Nachhaltigkeit haben. Aber die Kolleginnen und Kollegen, die beispielsweise an der Umsetzung der Nitratrichtlinie sitzen oder an der Umsetzung der NEC-Richtlinie, das ist Luftreinhaltung oder ganz prominent Klimaschutz, die haben natürlich daneben auch die Nachhaltigkeitsstrategie liegen. Die empfinden die Nachhaltigkeitsstrategie, sowohl die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie als auch die Agenda 2030, eher noch als politische Ermutigung und Unterstützung für ihr jeweiliges Handeln. Insofern geht das in unserem Haus über diese formalen Instrumente, die ich benannt habe, eigentlich sehr, sehr gut zusammen. Dankeschön. Die nächste Frage kommt von Herrn Kraft für die AfD an Herrn Dr. Peters. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Die Agenda 2030 ist eine gute Sache. Wenn man sich allerdings die Auslegung der Bundesregierung anschaut und stellt man eine gewisse Asymmetrie fest in der Auslegung. Ich will das am Beispiel der Energiepolitik der Bundesregierung festmachen. Nachhaltigkeitsziel Nummer 7 fordert eine bezahlbare, zuverlässige, nachhaltige und moderne Energie für alle. Zugang zu moderner Energie für alle. Schaut man sich die deutsche Energiepolitik an, und ich glaube, der Herr Horn von mir war es, der es gesagt hat, ein Credo der Agenda 2030 ist niemanden zurücklassen, leaving no one behind. In Deutschland sind ca. 300.000 Haushalte mittlerweile davon betroffen, dass sie keinen Zugang mehr zur Energie haben, Tendenz steigend. Die deutschen Strompreise sind extrem teuer, das heißt, hier wird nicht bezahlbare Energie für alle geliefert in Deutschland. Die Zuverlässigkeit des Stromnetzes nimmt rapide ab. Nachhaltig ist die Stromversorgung auch nicht und modern schon in keinster Art und Weise. Der Herr Peters hat es angesprochen, es werden massiv Flächen, konträr zur Agenda 2030, massiv Flächen ausgewiesen, um hier weitere Energien, weitere Flächen für die Energieerzeugung nutzbar zu machen. Wir hatten vorhin in der nicht öffentlichen Sitzung auch eine Forderung daraus, auf wie viel Gigawatt sich diese Sache mal belaufen wird. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass die jetzigen Flächen mindestens verdreifacht werden müssen. Ich würde den Herrn Peters jetzt ganz direkt fragen, wie er diese Asymmetrie in der deutschen Auslegung der Nachhaltigkeitsziele in Bezug auf die Energiepolitik bewertet, wie mit den Verletzungen der anderen Agenda 2030-Ziele durch die deutsche Energiepolitik umgegangen werden soll.
Das ist natürlich eine große Frage. Es geht eigentlich eher an einen Historiker als an einen Energiewirtschaftler. Ich beobachte aber, dass wir natürlich bestimmte Diskussionen im politischen Raum auf einem Wissensstand führen, der vielleicht dem der 1980er Jahre entspricht. Und dass wir uns nicht immer ehrlich machen, darin zu beurteilen, was die Folgen sind einer bestimmten Politik. Und da müssen wir uns, glaube ich, alle an die Nase fassen. Also ich war da auch schon in früheren Jahren ein bisschen beteiligt. Ich bin da nicht auf alles stolz, was ich selber dann da gemacht habe. Gerade im Bereich der Energiewende haben wir, glaube ich, wirklich zu wenig beachtet, welchen Naturverbrauch das auch bewirkt. Und vielleicht gerade bei der Biomasse und bei der Windkraft, die eben extrem Flächen verbrauchen, wo auch Windräder in Regionen gestellt werden, die nach Natura 2000 von der EU ganz klar geschützt sind, wo es ein ganz klares Verschlechterungsverbot für diese Flächen gibt, auch nach Bundesnaturschutzgesetz Paragraph 2, wo öffentliche Flächen ganz klar Naturschutz befördern sollen und trotzdem öffentliche Flächen für Dinge verwendet werden, die der Natur schaden. Und das jeweils ohne Güterabwägung. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist keine Güterabwägung, weil die Umweltverträglichkeitsprüfung nur prüft, wie groß sind die Schäden, aber nicht, was wird damit positiv bezweckt. Und den Beweis, dass man mit Windkraft das Klima retten kann, den bleibt Deutschland schuldig, indem wir konstatieren müssen, dass eben in den letzten 10 Jahren die CO2-Emissionen im Kraftwerkssektor konstant geblieben sind. Und wenn man schon sich das zur Aufgabe macht und sagt, wir müssen alles dafür tun, um CO2 einzusparen, sollte man eben sich an den politischen Maßnahmen und technischen Maßnahmen, Technologien orientieren, die das wirklich umsetzen können. Und da sind zum Beispiel Frankreich und Schweden einfach sehr viel weiter als wir in Deutschland. Ich glaube, wir haben uns schlichtweg aufs falsche Pferd gesetzt und sollten so langsam zur Besinnung kommen und eine wahrhaft umweltfreundliche Energiepolitik anstreben. Dankeschön. Herr Köhler für die FDP stellt eine Frage an Herrn Professor Fetzer, bitte. Ja, herzlichen Dank. Ja, Professor Fetzer, vielen Dank für die Aussagen. Und insgesamt würde ich gerne sagen, dass ich mich darüber freue, dass wir intensiv die SDGs auch hier im Umweltausschuss diskutieren. Ich finde tatsächlich, dass eine Agenda, die im Wechsel von den MDGs als wir entwickeln euch hin zu einem wir entwickeln uns gemeinsam genau der richtige Weg ist, wie wir weltweit mit der Frage von Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitspolitik umgehen. Es ist allerdings, und das würde ich auch so sehen, noch einiges zu tun in dem Bereich. Und deswegen auch ganz konkret die Frage, Sie hatten, Herr Professor Fetzer, angemerkt, dass wir uns über die Ordnungspolitik und den ordnungspolitischen Rahmen Gedanken machen müssen. Und wir müssen vor allen Dingen darüber nachdenken, wie Nachhaltigkeitsstrategien in solch einem Rahmen aufgebaut und umgesetzt werden können. Und wir sprechen ja auch über die soziale Marktwirtschaft, über die Faktoren, die dabei notwendig sind. Und Sie hatten auch aus Ihrer Sicht der Wirtschaftsethik ja noch mal betont, dass da einiges zu tun wäre und dass man da einiges tun könnte. Deswegen wäre meine erste Frage an Sie die Nachhaltigkeitsstrategie. Wie könnte man die ordnungspolitisch durchdenken und wie könnte man aus einem solchen Rahmen die nächsten Schritte gehen? Was würde das also bedeuten, wenn wir Nachhaltigkeit in diesem Umfeld denken und umsetzen würden, um da wirkliche Schritte zu machen? Das würde mich freuen, wenn Sie das noch was weiter ausführen könnten. Ja, herzlichen Dank. Gibt mir vielleicht auch die Möglichkeit, auf Herrn Träger zu reagieren, das sozusagen das Missverständnis sozusagen auszuräumen. Ich habe betont an dieser Stelle, Entschuldigung, wenn ich das auf Ihre Zeit nehme, Herr Köhler, dass es im Bildungsbereich vielleicht anders gibt, weil ich tatsächlich dieses Zwei-Säulen-Modell vor Augen habe. Ich glaube, wenn wir das ernst nehmen, was wir hier fragen, wirklich nur, wenn wir das ernst nehmen. Vielleicht muss man es gar nicht ernst nehmen, weil die Agenda 2030 Pflänzchen sind so klein und sie sind so gut aufgestellt, dann muss man es nicht. Aber es ist die Aufgabe der Wissenschaft, mal Dinge durchzudenken. Was wäre, wenn man es tatsächlich könnte und tun wollte? Das ist der Ansatz. Keine Kritik an irgendjemand sonst hier, aber was ist, wenn man das wirklich ernst nimmt? Und wenn ich das dann sozusagen diese Programme für Bildung für nachhaltige Entwicklung nehme,
Da sind schon deutliche Ansätze drin, die so eine Instrumentalisierung haben, sozusagen. Früher gab es mal die Idee, man hat ein sozialistisches Menschenbild und der Mensch möge sich bitte dann dorthin erzogen werden, und wenn er das nicht tut, dann verliert er auch gewisse Freiheitsrechte. Ich möchte nicht in einer Gesellschaft leben, wo man, wenn man sich nicht zur nachhaltigkeitsorientierten Lebensstil entwickelt, entsprechende Freiheitsrechte verliert, sondern vielleicht mehr Geld zahlt, zum Beispiel für CO2 verbraucht. Das ist ein anderer Punkt. Das sozusagen, es geht mir um die zwei Säulen, um die Balance sozusagen zwischen Freiheit und Agenda 2030, dass wir mit einem anderen Narrativ an dieses Thema herangehen. Das ist dafür, wofür ich werbe. Und das könnte beispielsweise bedeuten, da könnte das der Wissenschaftliche Beirat im BMWI mal hingehen und sagen, jetzt lass uns doch mal nehmen, was haben wir denn von den Otto-Liberalen sozusagen an Strukturen gelernt, und lass uns mal schauen, wie funktioniert das mit der Agenda 2030? Ich sehe im derzeitigen Diskurs, und ich beobachte jetzt schon einige Jahre, seit 2013 zumindest, die Postwachstumsdiskussion, die Post-2015-Diskussion hieß es zunächst, dass dieses Thema nicht adressiert wird. Und da können wir jetzt sozusagen, wenn wir ganz viel Zeit haben, gehen wir da Thema für Thema durch. Also Gesundheit ist wunderbar. Und jetzt kommt aber die Compliance-Logik, die ja Herr Horn auch schön dargestellt hat. Dann brauchen wir irgendwelche Indikatoren. Und dann geht das Gesundheitsministerium hin und sagt, naja gut, wir haben ja eine durchschnittliche Lebenserwartung von so und so vielen Jahren bei Männern, so und so vielen Jahren bei Frauen. Jetzt nehmen wir als Indikator doch mal Compliance-Checklisten-mäßig als Indikator, wie viele Menschen sterben vor diesem durchschnittlichen Lebensalter. Wenn ich das übersetze in Managementprozesse, dann heißt es, wir wollen eine Gesellschaft, in der alle gleichzeitig sterben oder im gleichen Alter. Es ist absurd. Das heißt, mir geht es um die Frage, und das ist dann hier auch die Antwort, wenn ich in Unternehmen habe, ich immer Compliance-Programme ohne Ende. Wenn ich die Compliance-Denke in Unternehmen, wenn ich Integritätsdenke in Unternehmen reinbringen will, mache ich was anders als das, was Herr Horn, ich finde es gut, dass diese Abläufe gibt, aber das, was Herr Horn dargestellt hat, sind klassische Compliance-Ansätze, zu sagen, bevor das Denken in Agenda 2030 in den Köpfen ist, machen wir schon mal Verfahren, wo wir die jeweiligen Checklisten machen. Und das führt nach allem, was wir in der Korruptionsbekämpfung, im Umsteuern von Unternehmen wissen, das führt einfach in die Irre. Es geht um die Frage, kann man messen, was man nicht managen kann? Und wir müssen schauen, was können wir managen, was können wir nicht managen, sonst kommen wir in eine verbiesterte Checklisten-Mentalität und versuchen dann durch immer ambitioniertere Ziele letztendlich etwas zu erreichen, was am Ende zu einer Gesellschaftsform führt, die, wenn man das zu Ende denkt, nicht mehr die unsere ist, jedenfalls nicht die ich will. Die Agenda 2030 ist ein globaler Kompromiss über die wesentlichen globalen Hausaufgaben. Und ein globaler Kompromiss atmet nie den europäischen oder deutschen Geist, den wir in unserer Gesellschaft haben. Das kann gar nicht sein. Das ist auch kein Vorwurf. Man kann Agenda 2030 auch chinesisch umsetzen und kann es deutsch umsetzen. Und es sollte einen Unterschied geben zwischen der chinesischen und der deutschen Umsetzung. Und dafür habe ich sozusagen versucht, eine Idee zu liefern. Dankeschön. Für die Linke stellt Herr Lenkert eine Frage an Frau Dr. Ober. Bitte. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich finde natürlich toll, wenn man auf die Güterabwägung hinweist und dann die Atomkraftwerksbetreiber in Frankreich nimmt. Ich lade jedem ein, der das befürwortet, nach Thüringen zu kommen und sich das Absetzbecken Kulmitsch anzugucken mit 70 Millionen Kubikmetern radioaktiv und schwermetallverseuchten Boden, die dort liegen. Milliardenkosten für die Zukunft, Folgekosten für die Gesellschaft. Schauen Sie es an, gehen Sie hin, gucken Sie sich die Uranförderkohlekosten an, und wenn Sie dann noch von Nachhaltigkeit reden, dann haben Sie die Natur nicht verstanden. Ich möchte auch dabei hinweisen, dass wir heutzutage weltweit wesentlich weiter weg von der Erfüllung der SDGs sind als bei der Verabschiedung. Das sind aber die SDGs, die wir hier nicht im Umweltausschuss behandeln, nämlich da geht es um die SDGs Frieden, Gerechtigkeit, da geht es um Armut, da geht es um Hunger. Das sind Punkte, die im Umweltausschuss nicht das Kernthema sind, aber ein wichtiges Thema ist natürlich Industrie, Innovation und Infrastruktur. Und wenn ich in der Bundesrepublik eben sehe, dass nach wie vor ein Haufen Geld ausgegeben wird für Flughäfen und für Flugverkehr und für privaten Autoverkehr und für öffentlichen Personennahverkehr und für die Bahn deutlich weniger, liegen wir da weit weg. Und auch im Forschungsbereich macht sich dieses Ungleichgewicht sichtbar. Und deswegen meine Frage an Frau Dr. Ober: Wie sieht es mit einer effektiven und integrierten Verankerung der SDGs und der deutschen Nachhaltigkeitspunkte in ihren Schwerpunkten in Forschung und Innovation aus? Und wie können die SDGs früher vom zahnlosen Tiger zum handlungsleitenden Rahmen gemacht werden? Also
Wir halten jetzt, wir als NABU Naturschutzverband halten ehrlich gesagt dieses Drei-Säulen-Modell für 80er, wenn wir jetzt schon bei Terminologien waren, weil für uns die Ökologie und die planetaren Grenzen, die wir haben, der Rahmen sind, in dem wir uns bewegen können. Der Rahmen auch, in dem sich Gesellschaften, soziale Strukturen entwickeln können oder auch nicht entwickeln können, wenn man sich jetzt anschaut, wie das mit dem Klimawandel ist. Und die Ökonomie ist dafür da, diese Ziele, die wir an sozialen Zielen haben, die wir jetzt an planetaren Grenzen haben, zu befördern. Und ich denke, dieses Modell im Kopf, und da geht es darum, wie ändert man dann auch den Mindset in den Köpfen, wenn wir das auch verankern könnten, über die Ressorts hinweg, dann wäre schon viel gewonnen, dass man das nicht immer wieder so gegeneinander stellt und sagt, hier haben wir aber die Säulen und wenn wir eben dann keine Ökologie nehmen, dann können wir dafür bezahlen. Und das ist für die Freiheitsrechte und für die Würde der Menschen, die nach uns kommen und die noch dasselbe Anrecht haben wollen auf ein erträgliches Klima, auf einen erträglichen Lebensraum, auf Böden, auf denen man ackern kann, denke ich mir, sind wir da auch in der Verpflichtung, sehr viel weiter zu denken und sehr viel stärker auch deren Freiheitsrechte mit zu integrieren. Und da komme ich jetzt wieder zurück zu Forschungs- und Innovationsstrukturen. Wo sind denn in den Gremien, wenn ich mir die anschaue, die Forschung und Innovation hier bestimmen, die Agenten, diejenigen, die diese Fahne hochhalten und sagen, wir stehen hier auch für soziale Fragen, wir stehen hier auch für ökologische Fragen. Es geht nicht nur um Wirtschaftswachstum und unsere Forschung und Innovationsstrategien sind von EU bis national alle auf Wirtschaftsförderung und Standortsicherung ausgerichtet, was ja nicht verkehrt ist, aber was zu wenig ist, wenn wir die SDGs anschauen. Da muss dieser Punkt, wie können wir das denn nachhaltig gestalten und nicht immer wieder die Nachhaltigkeit abwägen gegen die Wirtschaftlichkeit und gegen die Wirtschaftsförderung. Das muss ja sehr viel stärker verankert werden. Und das zum einen ist es durch Strukturen, wie schaffen wir Institutionen, sowas wie ein Innovationsdialog, der vor allen Dingen von der AKTEC betrieben wird, das ist jetzt ein anderes Thema, nämlich Forschungsförderung, wo aber Wirtschaft und Wissenschaft vor allen Dingen die Agenda sitzen und nicht die ganzen sozialen und ökologischen Fragen auch mit strukturell verankert sind. Was ist denn da heute eine adäquate wissenschaftliche Politikberatung, die auch die Forschungsinnovationsstrategien in der Bundesregierung entsprechend berät, so dass SDGs dort mit sehr viel stärker verankert sind? Und ich glaube, da müssen wir gewaltig nachjustieren. Und da ist noch eine große Aufgabe, zum einen die Institutionen entsprechend zu schaffen, aber zum anderen auch das Denken so rumzudrehen, dass man sagt, gerade SDGs, gerade auch die Frage, wie halten wir die ökologischen Grenzen ein, befördert ja natürlich auch Forschungs- und Innovationsstrategien. Und für die Unternehmen ist das auch eine große Möglichkeit, dort eben auch weltmarktführend zu werden. Wir hören es immer wieder von Unternehmen, dass sie sagen, wir haben die Technologien, wir können sehr viel mehr. Uns fehlen die entsprechenden Rahmenbedingungen, die Förderstrukturen, damit wir damit auch erfolgreich am Markt sein können. Und da muss sehr viel mehr passieren, dass das integriert gedacht werden. Und zuletzt die ganze soziale Frage, da haben Sie völlig recht. Wir haben sehr viele Haushalte, mittlerweile schon 300.000 Haushalte mit Energiearmut. Wie verknüpfen wir das mit einer sozialverträglichen Energiewende? Auch dort müssen die Akteure sehr viel stärker mit in die Strukturen hineingenommen werden, wie wir das entsprechend lösen können. Dankeschön. Für die Grünen hat Frau Hoffmann eine Frage an Herrn Mayer. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Wir haben jetzt schon einiges gehört und ich möchte einen Teil meiner Zeit erstmal auch noch mal zu einer Einordnung nutzen, bevor ich zur eigentlichen Frage komme. Also erstmal möchte ich noch mal betonen, welch grandioser Erfolg eigentlich die Agenda 2030 grundsätzlich auch ist. Es ist international eine unheimliche Errungenschaft, dass wir das geschafft haben. Und es ist ein einmaliges globales Transformationsprojekt und wir müssen alles dafür tun, dass wir da auch vorankommen. Und die Bundesregierung stellt sich ja gerne so als vorbildlich in der Sache dar. Sicherlich kann man sagen, vieles kann man schon anerkennen und ich will auch die Arbeit in den Ministerien durchaus anerkennen. Aber wir sind trotzdem durch faktisches Regierungshandeln doch sehr weit entfernt von einer nachhaltigen Entwicklung. Wir machen in Deutschland und auch weltweit regelmäßig Verstöße da. Wir verfehlen unsere eigenen Ziele, zum Beispiel in der Klimapolitik. Und wir haben sehr viel Einfluss in der Welt und nutzen es aber trotzdem nicht, um in europäischen Handels-, Landwirtschaftspolitik, Fischereipolitik und so weiter voranzukommen. Im Gegenteil, unser Export- und Lebensstil führt dazu, dass anderswo Armut, Zukunftslosigkeit und auch Raubbau an der Natur vorkommt. Und ich bin Ihnen sehr dankbar, Frau Dr. Ober, dass Sie eben gerade noch mal auf die planetaren Grenzen hingewiesen haben, weil das muss nämlich das sein, was wir hier beachten müssen.
Und Professor Fetzer, ich muss Ihnen wirklich deutlich widersprechen an der Stelle auch. Es geht nicht um zwei Säulen, es geht nicht um drei Säulen, sondern es geht genau um diese planetaren Grenzen. Und es geht nicht um Freiheitsentzug, sondern es geht darum, die vielen Dinge, die Wirtschaft, Soziales, Natur und Umwelt zusammenzudenken, um nämlich Freiheit zu ermöglichen, ein gutes Leben zu ermöglichen für alle Menschen überall auf der Welt. Und das ist das Ziel. Und das ist nicht einfach und sehr anspruchsvoll. Und weil wir der Meinung sind, die Regierung müsste noch mehr tun, haben wir in dieser Woche auch einen Antrag eingebracht, wo wir konkret ein paar Maßnahmen vorschlagen, was man zur Weiterentwicklung machen sollte. Also, dass wir eine maßnahmenorientierte Umsetzung jetzt mal langsam hinkriegen, dass wir konkrete Aufholpläne machen, dass wir gucken, welche Indikatoren wir verfehlen. Wir haben teilweise gegenteilige Entwicklungen, Zielverfehlungen. Da müssen wir konkreter werden. Und wir müssen natürlich auch an der einen oder anderen Stelle mehr Geld in die Hand nehmen, an der richtigen Stelle, und unseren Haushalt nämlich abstimmen auf die Ziele der SDGs. Was uns noch ganz wichtig ist, weil gerade noch angesprochen wurde, wie werden die Gesetzesfolgen abgeschätzt? Wir gehen davon aus, dass wir sehr viel früher in der Gesetzesfolgenabschätzung die Ziele berücksichtigen müssen. Wir hätten gerne einen Nachhaltigkeits-TÜV, der sehr früh ansetzt. Und das sind so ein paar Dinge. Aber was wir feststellen, die Regierung macht zu wenig und die Zivilgesellschaft spielt auch eine wesentliche Rolle. Und da würde ich gerne jetzt auf meine Frage kommen. Zivilgesellschaft ist im Moment eine treibende Kraft. Wie können wir das nutzen und wie können wir vor allen Dingen die Zivilgesellschaft besser einbinden? Und das Forum Umwelt und Entwicklung vertritt eine große Gruppe. Daher die Frage, wie können Sie noch besser eingebunden werden? Ich glaube, dass die Zivilgesellschaft in der Tat eine treibende Kraft ist. Deswegen haben wir ja auch diese Erklärung gemacht, wo 135 Organisationen sich nochmal sehr eindringlich an die Bundesregierung gewandt haben. Es gibt sehr, sehr viele Vorschläge von uns, wie wir in einzelnen Bereichen, gerade da, wo es kritisch ist, sozusagen die Defizite beheben sollen. Ich will nur beispielsweise die Agrarpolitik nehmen, wo wir massive Nachhaltigkeitsdefizite haben. Ich würde einfach sagen, viel mehr Dialog mit der Zivilgesellschaft, und zwar nicht nur formal. Wir haben sehr häufig das Gefühl, dass wir zwar formal durchaus angehört werden, aber in der Praxis weiß man doch sowieso schon, dass man darauf dann nicht hört. Also das ist etwas, wo, glaube ich, die Politik in der Tat von den sehr, sehr vielen auch praktisch arbeitenden Landwirten, die es anders machen wollen, viel lernen kann. Deswegen würde ich Ihnen da absolut zustimmen. Wir brauchen hier sehr viel mehr Dialog miteinander, aber auch einen Dialog, der sozusagen auf Augenhöhe stattfindet und wo wir nicht das Gefühl haben, wenn wir dann zu kritisch werden, dann geht es uns so wie der Deutschen Umwelthilfe, dann wird die Gemeinnützigkeit in Frage gestellt, weil diese Kritik, die muss dann schon sein, sonst geht da nichts voran. Dankeschön. Wir treten damit in die zweite Fragerunde ein und Herr Kruse fragt Herrn Professor Fetzer, bitte. Ja, herzlichen Dank. Sie hatten ja schon kurz die Fragestellung mit Einschränkung von Freiheiten thematisiert und dann haben Sie gesagt, wir können mit der Messbarkeit und der Dinge, die man managen kann. So, und haben Sie auch ein Beispiel genannt, wo es nicht geht. Ich würde ganz gerne wissen, wie würden Sie es korrelieren? Das heißt, worauf soll man sich fokussieren, was in Ihrem Sinne messbar ist und dann auch managebar ist? Ja, herzlichen Dank. Die Transformation beginnt immer im Kopf. Und deswegen ist mir das sozusagen so wichtig, dass ich sozusagen gar nicht ein Gegeneinander ausspielen haben will, sondern ich will fragen, bei allem, wo wir gemeinsam am gleichen Strang sind, auch zu dem mehr und bessere Ressortabstimmung und so weiter. In Ordnungen denken, in Zusammenhängen denken, Frau Ober, sind wir da vollkommen zusammen, dass wir, wenn wir zusammen denken, dann eben auch die Lebensformen mitdenken müssen und die sind eben kulturell unterschiedlich und deswegen müssen wir da eigene Hausaufgaben machen bei der Adaption dessen, wie wir bei uns mit der Agenda 2030 umgehen, weil wir auch in juristisch-deutscher Gründlichkeit eben auch dazu neigen, gerne mal sozusagen in Strukturen formalistisch abzuhaken. Das ist
Das ist der Punkt. Und ein zweiter Punkt, da sind wir, glaube ich, vielleicht sogar gemeinsam. Was uns unterscheidet, ist sozusagen der Blick auf die Frage planetarische Grenzen, wie stark ist die Apokalyptik und was muss man in Kauf nehmen. Ich sage, eine massive Veränderung der Gesellschaftsordnung hin zu einem anderen Gesellschaftssystem ist auch nicht nachhaltig, weil es sozusagen die Freiheit und die Würde der nächsten Generation, die mir genauso am Herzen liegt wie Ihnen, auch einschränkt. Die anderen sagen, naja, wenn es keine Erde mehr gibt, macht das auch keinen Sinn. Die Debatte ist uralt, die kennen wir mittlerweile. Um auf die Frage der... die Frage war... Die Ziele managebar sein müssen. Ja, ich gehe mal zurück zur Wirtschaft. So, wir haben die UN, die Agenda 2030, dann geht es UN-SDSN hin, zusammen mit Bertelsmann machen sie den SDG-Index und SDG-Dashboard und zusammen mit einem internationalen Gremium gibt es einen großen Katalog, um im Berichtswesen von Unternehmen alles sozusagen zu prüfen nach Nachhaltigkeitszielen. Aber was es nicht gibt bisher, ist zu sagen, lass uns doch mal vom Management-Tool von der ISO 26000 für gesellschaftliche Verantwortung hingehen, die zwar nicht zertifizierbar ist, aber die sozusagen anknüpft an die Prozesse in Unternehmen, lass uns die doch mal übersetzen in SDG. Also bevor wir sozusagen die Eingliederung der SDGs in wenigstens mal auf dem Papier in die Managementprozesse haben, haben wir schon die Prüfstandards am Output. Das, glaube ich, ist die falsche Herangehensweise. Und wenn Sie die ISO 26000 kennen, dann wissen Sie, da muss man jetzt sozusagen Thema für Thema durch, Management für Managementprozess durch. Und wofür ich einfach werbe, ist, dass wir in jedem Managementprozess sozusagen eine Agenda 2030 Folgenabschätzung und eine Freiheits- und Handlungsfreiheitsfolgenabschätzung machen. Ich will das jetzt nicht. Es passt nicht zu meinem Ansatz, um das jetzt sozusagen in die sofort operationalisierbare Checkliste durchzugehen. Und dann kommt man auf so Dinge zu sagen, wenn man das Thema, beim Klimaschutz sehe ich es ein bisschen anders, das ist ja auch eigens markiert in der Agenda 2030 mit diesem Urgency, also da neige ich doch dazu, auch wenn es der große Vorteil der Agenda ist, die sozialen und ökologischen Sachen zusammenzudenken, das ist ja der große Erfolg gewesen, da bin ich vollkommen bei Ihnen. Wenn wir jetzt diese Urgency an dieser Stelle so betonen, dann müssen wir vermutlich es doch auch gefühlt ein bisschen herauslösen und sagen, ja gut, wenn da so dringender Handlungsbedarf bei dem Thema ist, dann lass uns doch mal schauen, was sind denn die effizientesten Wege? Ich sage mal, ich glaube, Christian Lindner hat irgendwann mal gesagt, so Emissionshandel ist gegenüber anderen Dingen das mildere Mittel. Ich halte die Aussage für falsch. Es ist nicht das mildere Mittel, es ist das effizientere Mittel und das wirksamere. Und darauf kommt es eigentlich an. Und dann muss man vielleicht in dem Bereich sagen, lass uns mal ein bisschen Soziale sozusagen wegschauen, lass uns da wirklich energisch voranmachen. Ich glaube nicht, dass im Bereich Gesundheit, ich glaube nicht, dass im Bereich Korruption, Ziel 16 und Ähnliches, da haben wir nicht die gleiche Urgency, die wir bei dem Klimathema haben. Deswegen muss man da möglicherweise sagen, wenn wir jetzt da so weit hin dran sind, lass uns gedanklich mal nicht immer Paris und Agenda 2030 in einem Atemzug denken, sondern sagen, Mensch, wir müssen jetzt endlich mal vorankommen im Klimaschutz und dann muss man mal links und rechts wegschauen und auf die effizientesten Mittel setzen. Sie merken mich aber stocken, weil es natürlich gleichzeitig der große Vorzug von der Agenda 2030 ist, alles zusammen zu sehen. Aber was eben nicht geht, und das wäre eben schwierig, ich nehme diese 17 Ziele, ich nehme die 169 Unterziele und gehe mit dem Habitus, dass wir müssen jetzt ganz schnell die Transformation machen, in die Gesellschaft rein. Das ist sozusagen geht nur in einer Gesellschaftsform, die wir nicht haben wollen. Dankeschön. Von Herrn Tews kommt eine Frage für die SPD an Herrn Professor Bachmann. Bitte. Ja, wir haben jetzt ja schon einiges gehört über die Agenda 2030 und über die Ziele, die wir uns gesetzt haben. Vielleicht sollte man auch noch mal ganz klar sagen, dass insbesondere die Ziele natürlich viele Dinge in der Gesellschaft abdecken. Also nicht nur den Umweltschutz, der jetzt heute hier natürlich im Vordergrund steht, sondern eben auch soziale Fragen, Bildung, auch Demokratieverständnis weltweit. Und aus vielen Gesprächen weiß ich, dass wir Ziele gar nicht umsetzen können, wenn zum Beispiel Korruption in Ländern herrscht. Also wird es sehr schwierig, bestimmte Dinge umzusetzen. Also insofern betrachtet die Agenda das Ganze ganzheitlich. Und ich will auch noch mal auf die Indikatoren hinweisen.
und darauf, dass wir natürlich durch den Indikatorenbericht, der auch vor kurzem veröffentlicht wurde, überhaupt erstmal sehen, wo wir überhaupt stehen, welche Ziele wir erreicht haben, welche wir nicht erreicht haben. Insofern auch ein ganz wichtiger Punkt, um dort anzusetzen und sagen, was müssen wir eigentlich uns als Ziele noch weiterhin hier setzen. Gerade an vielen Stellen wurde angesprochen, dass wir in der Gesellschaft momentan große Akzeptanz haben zu diesen Themen auch. Wir haben die Bewegungen vor Ort, Fridays for Future zurzeit ganz stark mit dem Thema Klimaschutz. Wir haben aber auch, das beobachte ich jetzt immer mehr, auch das Umdenken in den Unternehmen. Wir haben in den Unternehmen, in vielen Unternehmen Nachhaltigkeitsbeauftragte schon etabliert und auch dort gibt es natürlich reihenweise Überlegungen, wie man nachhaltiger handeln kann in Unternehmen. Aber trotzdem noch mal die Frage von meiner Seite, wie können wir das alles zusammenbringen? Wir haben jetzt, glaube ich, eine einmalige Chance in der sozusagen Betrachtung durch die Öffentlichkeit. Wie können wir mehr regional sozusagen einwirken darauf, dass das, was wir uns vorgenommen haben, nachhaltiger zu handeln, dort vor Ort auch wirklich gelebt wird? Vielleicht gibt es auch noch mal ein paar Beispiele. Ich finde es immer ganz gut, wenn wir konkreter werden und sagen können, was läuft besonders gut, wo sollte man eigentlich ansetzen, um sozusagen unsere Ziele, die ja manchmal auch sehr theoretisch diskutiert werden, vor Ort wirklich wirksam dann auch umzusetzen. Vielen Dank, Herr Theves. Was man, sagen wir mal, vor Ort nicht versteht, ist, dass wenn man Ziele hat und sie nicht erreicht, sie einfach vertagt, statt um das Ziel zu kämpfen. Das erlebe ich ganz oft. Und hier im Raum, und das ärgert mich auch, deswegen sage ich das auch mal so, besteht offenbar so eine Art Konsens zwischen dem Tisch hier und Ihnen. Ja, die Ziele Klimaschutz 2020 verfehlen wir. Wieso eigentlich? Warum hat man in der Kohlekommission nicht gesagt, die noch ausstehenden Mengen von CO2 bis 2020, die kaufen wir uns mit Zertifikaten rein? Christoph Schmidt hat ausgerechnet 3 Milliarden Euro. Unter 10% der verhandelten Summe. Für den Kohlekompromiss. Das verstehen die Leute nicht. Sie sagen, Mensch, warum kämpfe ich da nicht drum? Und warum können wir nicht als Deutschland unser Gewicht mehr stärker reinwerfen? Warum können wir nicht hingehen und sagen, also das SDG-Ziel Food Loss, Lebensmittelverschwendung, das halbieren bis 2030, das machen wir in Deutschland bis 2025. Und wir laden andere ein, die Norweger, die Briten, das mit uns zusammen zu machen. Solche Ziele, solche Kämpfe sozusagen braucht es, um die SDG-Agenda auch mit Leben zu füllen. Und das Gleiche betrifft auch, wenn Sie über die Dörfer gehen, dieses Thema Netto-Null-Landverbrauch ist ja mehrfach angesprochen worden. Wir haben noch gar keinen Mechanismus, das richtig hinzukriegen, aber das wäre ein, den man machen kann. Und damit wären wir auch weltweit Spitze. Und das kriegen Sie in den Gemeinden hin, wo am entschiedensten sozialer Wohnungsbau gemacht wird, also die Wohnungsfrage am entschiedensten angegangen wird, Münster zum Beispiel, aber auch Tübingen und andere. Also da gibt es so ein gewisses, sagen wir mal, Unverständnis gegenüber der im weitesten Sinne Berliner Diskussion, wo man dann Ziele vertagt, statt darum zu kämpfen, sie auch wirklich noch bis 2020 zu erreichen. Und will ich noch eins sagen, als die Idee SDGs aufkam im Rahmen der Vorbereitung von der Rio 2012-Konferenz, hat sich der UN-Generalsekretär Ban Ki-moon mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, dass diese Ziele ausgearbeitet werden von den Nationen selber. Der wollte das im Closed Shop haben, in der UN-Bürokratie, so wie 2000 bei den Millenniumszielen. Und dann haben sich die Mitgliedstaaten aber durchgesetzt. Mit dieser Bottom-up-Diskussion. Da ist nicht alles Gold, was da glänzt und so. Da gibt es auch ein paar Macken in dem System, völlig klar. Es kann ja auch gar nicht anders sein. Aber für mich ist das, Herr Fetzer, ein Akt der Befreiung von Strukturen, die man gar nicht so überschaut und nicht will. Und deswegen glaube ich auch draußen im Land, Herr Tiffs, wenn die Leute, wenn du im Ammerland an der Kirche redest oder in Chemnitz, was die Leute empfinden, die SDG-Agenda als einen Akt der Befreiung. Von etwas. Die wollen doch nicht mehr Plastik und überall Plastik und so weiter. Und deswegen gibt es auch ein paar gute Unternehmen, die da mitziehen und die sagen, da setzen wir in der Zukunft drauf, das könnte unser Geschäftsmodell sein. Und wir monitoren das ja als Nachhaltigkeitsrat mit dem Projekt Deutscher Nachhaltigkeitspreis. Und wenn ich das noch sagen darf, mir ist das Setup, sozusagen die Institution, war mir an einer bestimmten Stelle zu eng. Es ist zu sehr
Hickhack sozusagen. Und deswegen habe ich mit ein paar Freunden zusammen den Verein gegründet, Deutscher Nachhaltigkeitspreis. Hat man sonst nicht auf dem Schirm. Aber das ist eine Art, auch dann näher ranzugehen. Wir bringen den Preis in die Kommunen. Was glauben Sie, was da los ist, wenn man so einen Preis in so eine Kommune bringt, nach Eschwege oder so? Also da ist eine große Ressource, die wir noch gar nicht nutzen. Aber wir müssen auf der Berliner Ebene Zeichen setzen, dass wir es ernst meinen. Dann zieht auch die Gesellschaft mit. Deswegen Gemeinschaftswerk funktioniert, wenn an der Spitze Zeichen gesetzt wird. Wir kämpfen um das CO2 2020. Wir machen Food Losses bis 25. Wir kümmern uns um Netto-Null-Land. Und ich höre auf. Dankeschön. Herr Kraft hat eine Frage an Herrn Dr. Peters. Bitte. Ja, vielen Dank. Bleiben wir bei der Energieeffizienz. Energieeffizienz ist ja auch von anderen Experten hier gefordert worden. Es ist ja durchaus auch ein Ziel, das in Agenda 2030 verankert ist. Nicht nur im Bereich Energie, sondern ganz allgemein, dass man aus weniger Ressourcen im Prinzip mehr erzeugt. Ich würde jetzt widersprechen. Ich würde sagen, dass wir dem Herrn Mayer zum Beispiel widersprechen. Ich würde sagen, wir haben nicht zu wenig Planet, wir haben zu wenig Energie. Denn mit Ausnahme von wenigen Sachen, die wir im Weltraum geschossen haben, ist alles auf diesem Planeten immer noch da. Wir haben wirklich nur wenig verloren. Und wenn ich Energie aufwende, kann ich das alles wieder zurückgewinnen. Ich kann das alles wieder umformen. Ich kann das alles wieder in andere Dinge verwandeln, in die ich es verwandeln möchte. Würden Sie mir zustimmen, wenn ich sage, dass wir, um die Agenda 2030 zu erreichen, dass wir große Mengen, eben wie es das Nachhaltigkeitsziel Nummer 7 fordert, große Mengen an preiswerter, moderner Energie brauchen, um überhaupt eine Chance zu haben, die Agenda 2030 in ihren Grundzügen überhaupt realisieren zu können? Absolut. Und ich glaube, man hört es auch aus der Diskussion heute, wir sind alle irgendwie bemüht, den Planeten ordentlich zu hinterlassen für unsere Kinder und Enkel und dass wir irgendwie lernen, als Hochzivilisation mit der Natur in Frieden zu leben. Und da kommt eben genau die Energie ins Spiel. Also es gibt die Nachhaltigkeitsziele, die jetzt mehr mit Bildung zu tun haben, will ich hier mal ausklammern, die sind sehr wichtig, gäbe es vieles dazu zu sagen. Wir sind hier im Umweltausschuss. Und Sie sprechen genau das Richtige an. Also in der Physik ist die Energie der Gegenspieler zur Entropie. Und Entropie ist, wenn die zunimmt, das heißt, man hat Müllberge, wo alles durcheinander gemischt ist. Und mit Energie könnte man das wieder auftrennen in die einzelnen Bestandteile und dann alles nutzen. Und wir müssen irgendwie von der Natur abschauen, die eben auch keinen Müll erzeugt, sondern alles irgendwie wiederverwendet, dass wir dass wir geschlossene Wirtschaftskreisläufe hinbekommen. Und dazu ist preiswerte Energie in der Tat also die wichtigste Voraussetzung. Und ich darf erinnern, dass in 2006, 2007, wo der Rohölpreis so stark angestiegen ist, dass wir danach die Weltfinanzkrise hatten. Und das ist kein Zufall. Also die strukturellen Ursachen der Weltfinanzkrise sind, wo sie sind. Aber der Auslöser waren die zu hohen Energiepreise, wo plötzlich sehr viele Leute ihre Häusleskredite nicht mehr zurückbezahlen konnten. Und wir betreiben im Moment eine Politik, die sehr stark darauf setzt, Energie zu verteuern. Damit wird aber genau das Gegenteil bewirkt dessen, was wir uns eigentlich wünschen, nämlich mit preisgünstiger Energie dafür zu sorgen, dass Konsum weniger stark auf die Umwelt einwirkt. Und wir müssen uns auch einfach vergewärtigen, es wird hier gesprochen von der Führungsrolle Deutschlands. Ich glaube da ehrlich gesagt nicht dran. Also der Kleinunternehmer in Sambia oder in Vietnam, der will unseren Lebensstandard erreichen, um jeden Preis. Der wird uns nicht folgen, wenn wir ihm kein Angebot machen, mit preisgünstiger Energie einen Wohlstand zu erreichen, wie wir ihn auch haben. Und das gelingt nur, wenn wir uns wirklich konzentrieren in der Energieproduktion und eben sehr preisgünstige Energieformen gewinnen. Und damit sind wir nämlich eigentlich auch bei der Messbarkeit. Dr. Weisgerber hat es ja gefragt, wie kann man das messen? Wir brauchen nicht einen Netto-Null-Verbrauch, wir brauchen eine Konzentration. Wir müssen einen negativen, also wir müssen es zurückführen auf, wir müssen uns aus der Fläche zurückziehen und möglichst große Nationalparks wieder ermöglichen, damit dort die Natur sich frei entfalten kann, weil wir wissen einfach aus aller Biologie, dass dort, wo der Mensch nicht eingreift, die Natur sich am besten erholt, am resilientesten ist gegenüber alle
allen Arten von Stress, natürlich auch klimabedingten Stress. Wir wissen auch aus dem IPCC-Bericht, dem zweiten Teil, dass die Ursachen für Artensterben bisher eben nicht Klimawandel waren, weil der Klimawandel sorgt dafür, hat zur Folge, dass sich Klimazonen verschieben, aber nicht, dass sie sich plötzlich ins Nichts auflösen. Und dass dadurch eigentlich viele Arten, wenn es nicht zu schnell passiert, dann auch dem folgen können, sondern dass der Artenschwund hauptsächlich dadurch zustande kommt, dass wir die Flächen anders nutzen und für uns in Anspruch nehmen. Und da möchte ich vielleicht auch auf Herrn Lenkert eingehen, weil Sie haben völlig recht, die Sauereien sozusagen, die mit der Kerntechnik passiert sind in den vergangenen Jahrzehnten, das ist nicht gut. Das kann man nicht wirklich zum Vorbild nehmen. Aber da möchte ich Sie appellieren, vielleicht lehnen Sie sich auch mal meinen Beitrag zum ökologischen Realismus durch. Ich habe das in der Stellungnahme drin, dass wir heute eben über ganz andere kerntechnischen Konzepte auch sprechen. Die sind entwickelt, wir müssten sie nur entwickeln. Die erzeugen komplett keinen Atommüll, also sie verbrauchen das Uran komplett, sind geschlossene Kreisläufe. Sie sind sogar in der Lage, unseren existierenden Atommüll zu verbrennen und in Energie umzuwandeln. Also da ist die ganze Technik wesentlich weiter vorangeschritten, als wir das vielleicht befürchten. Dankeschön. Ich würde doch darum bitten, ein bisschen einen Unterschied zu machen zwischen Dingen, die noch in der Erforschung sind und sehr stark Wunschdenken sind und Dinge, die wir tatsächlich haben. Das stimmt aber natürlich auch für die Speicherei irgendwie in der. Dass wir die Speicher brauchen, ja. Nein, das stimmt aber einfach nicht, sorry. So, Herr Köhler, bitte an Herrn Professor Fetzer. Ich eine Vorabbemerkung. Ich glaube tatsächlich, dass sozusagen die Einschätzung wissenschaftlicher Technologien und was funktioniert und was nicht tatsächlich eine Diskussion ist, die wissenschaftlich geführt werden soll. Vielleicht weiß ich nicht genau, dass wir das nicht jetzt hier ausdiskutieren. Ich freue mich über die breite Diskussion. Ich finde das super spannend. Ich wollte noch mal ganz kurz Sie, Herr Professor Fetzer, wegen den planetaren Grenzen fragen. Sie hatten da ja gerade eben schon mal kurz, waren Sie darauf eingegangen. Was würde denn passieren, wenn wir, wie Frau Dr. Ober eben vorgeschlagen hat und Frau Dr. Hoffmann, was würde denn passieren, wenn wir die als absoluten Vorrang setzen würden? Also wenn wir die setzen würden als das einzige, als den einzigen Maßstab sozusagen außerhalb des SDGs-Kontexts, der ja, man kann das Drei-Säulen-Modell kritisieren, aber der ja im Drei-Säulen-Modell aufgebaut ist, was könnte man sich da vorstellen? Müssen wir dann andere Formen der strukturierten Zusammenarbeit finden? Müssen wir andere Staatsformen finden, um das diesen absoluten Vorrang sozusagen die Möglichkeit zu geben, sich zu entfalten? Und wie würde das funktionieren? Und damit auch verbunden, und das ist in der sehr viel abgeschwächteren Form eine zweite Frage. Sie hatten die ISO-Norm 26.000 angesprochen. Mich würde tatsächlich interessieren, es gibt ja noch eine zweite Art und Weise, wie wir diesen Top-Down-Ansatz politisch umsetzen, indem wir zum Beispiel Unternehmen zu Berichten verpflichten. Insbesondere zum Beispiel dem CSR-Bericht, das CSR-Reporting. Soll ja diese Nachhaltigkeitsaspekte in Unternehmen nochmal aufgreifen und stärken und auch für mehr Transparenz und mehr Daten sorgen. Halten Sie das für sinnvoll? Halten Sie diese Art und Weise des Vorgehens, um mit den Sustainable Development Goals vorwärts zu kommen, gerade auch in den Rahmenbedingungen der Ökonomie, halten Sie das für richtig? Ist das der Weg, wie wir damit umgehen sollten? Und sollten wir die CSR-Richtlinie dann auch in letzter Instanz SDG-konform umbauen? Wäre das der Weg, wo Sie sagen würden, das ist richtig, oder können Sie sich was anderes vorstellen? Danke. Ja, herzlichen Dank. Es sind ja ziemlich viele Bälle in der Luft, auch der Ball mit der Befreiung. Ich habe das, wenn man Wirtschaftsethik seit den 80er Jahren macht, da hat man immer mit Unternehmen zu tun gehabt, die gesagt haben, bei uns sind ja, wir haben ja unsere Werte und so, aber global ist das ja alles so komplex und man weiß gar nicht, wo sind da die Orientierungsmaßstäbe. Und Sie glauben gar nicht, Frau Hoffmann, wie man das dann auch als Befreiung erlebt, sozusagen, dass es so eine Agenda 2030 gibt und so weiter, da gibt es einen globalen Konsens und das ist wunderbar und nicht, dass irgendjemand auf die Idee kommt, ich würde diesen Erfolg in irgendeiner Weise in Frage stellen. Das möchte ich noch mal extra betonen. Aber wenn man dann nachschaut, warum steht denn da sowas, was da ist, und mal einfach mal das Gesamtdokument nimmt und geben Sie einfach mal Freiheit ein und screenen mal durch. Sie finden es im ersten Satz.
wo von den sechs großen Ps noch Freiheit steht und in allen weiteren Sachen steht dann Zusammenarbeit, also People, Planet und so weiter. So, und ansonsten kommt das nicht vor. Geben Sie mal Selbstbestimmung ein. Das kommt oft vor, nämlich Selbstbestimmung von Frauen und Mädchen. Und das ist natürlich global auch ein entscheidend wichtiges Thema. Nicht nur global, sondern auch bei uns, keine Frage. Aber das Wort Selbstbestimmung kommt nur in dieser Kombination bei einem kompletten, konkreten Thema vor. Und dann schauen Sie nochmal, ob irgendwo zum Thema, und jetzt komme ich zum Plan Etagen Grenzen, irgendwo das Thema Bevölkerungswachstum und Bevölkerungsentwicklung drinsteht. Und dann werden Sie eine Leerstelle finden. Und wenn Sie die fragen, die das Ding mitverhandelt haben, dann werden Sie sagen, naja gut, es gibt Dinge, da gab es keinen Konsens. Also beispielsweise mal, warum gibt es kein Unterziel, welches sozusagen mal über die Frage, kann dieser Planet 10 Milliarden Menschen ertragen oder nicht und wie gehen wir damit um? Die Frage taucht in der Agenda 2030 nicht auf. Ist vielleicht gut so, ich will sie auch nicht aufmachen. Ich will nur darauf hinweisen, dass es Fragen gibt, die da nicht vorkommen, die aber relevant sind. Und deswegen, da wir nicht über die Agenda 2030, da wir die nicht neu verhandeln, sondern über die deutsche und europäische Adaption reden, deswegen, ich kann es gar nicht oft genug wiederholen, glaube ich, müssen wir da ein bisschen selbstständig damit umgehen, mit diesem globalen Kompromiss, der eine große Befreiung und ein großer Fortschritt ist. Und wenn wir das intern machen, dann müssen wir auch darüber streiten, dann müssen wir aber auch über Ziele streiten. Und ich habe schmerzlich vermisst, dass im Bundestagswahlkampf 2017 die Parteien wirklich laut darüber gestritten haben, wer das bessere Konzept im Umgang mit den SDGs hatten. Nur wenn wir unterschiedliche Herangehensweisen haben, das sage ich jetzt ganz bewusst in Richtung FDP und auch CDU, wenn wir nicht einfach sagen, ja, das ist die Agenda, wenn es da unterschiedliche narrative Herangehensweisen gibt, dann gibt es auch Streit drüber und dann wird das Ding auch relevant. Im Moment ist es ja eher so andächtig, aus dem andächtigen Schweigen der ersten Tage ist jetzt so eine schweigende Andacht geworden. Und diejenigen, die sozusagen die Messe feiern, die werfen die Bälle und die Würfel sozusagen rum, finde das auch alles toll. Und ich mache da auch gerne mit. Aber relevante Dinge in der demokratischen Gesellschaft werden erstritten und werden nicht in den Tagesthemen am 25. September 2015 so berichtet, dass es heißt, am Rande einer nicht benannten UN-Versammlung legt Angela Merkel einen Kranz an Ground Zero nieder. Diese Andacht war die einzige Erwähnung der Verabschiedung der SDGs. Und jetzt sickert das so langsam überall rein. In jedem Kreistag kommt ein grüner Abgeordneter und schickt mal so die Agenda 2030 rum. Finde ich gut, aber wenn etwas wirklich ankommen soll in der Gesellschaft, muss man darüber gestritten haben. Alles andere ist Unsinn. Und diese Sache mit den Vorreitern, mit der CSA-Richtlinie. Als Wirtschaftsethiker ist man immer für Corporate Responsibility gewesen. Und dann kommt die CSA-Pflichtrichtlinie, um Gottes Willen, und dann muss man sagen, eigentlich sind wir da dagegen. Warum? Wenn Sie Vorreiter haben, die Logik ist immer, wir haben Vorreiter in der Gesellschaft und das, was die machen, machen wir jetzt zur Pflicht. Aber eine Pflicht funktioniert anders als das, was die Vorreiter in der Gesellschaft machen. Und da kommt dann häufig das Gegenteil von dem raus, was man will. Das ist der Grundfehler an der CSA-Pflichtrichtlinie. Und bei der Agenda sollte man nicht den gleichen machen. Dankeschön. Herr Lenkert hat eine Frage an Frau Dr. Ober. Bitte. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Also die Frage geht an Frau Dr. Ober und auch an Herrn Mayer. Wenn Sie vielleicht dann die Hälfte der Zeit an Herrn Mayer übrig lassen könnten, wäre ich Ihnen sehr verbunden. Ich möchte es mal einfach machen, was würden wir aus Ihrer Sicht als Bundestag und oder die Bundesregierung besser machen müssen, damit die SDGs eben eine größere Berücksichtigung finden? Und was können wir tun, damit die SDGs nicht mehr gegeneinander ausgespielt werden? Dass die SDGs gegeneinander ausspielen, ich glaube, sie sind ja nicht widerspruchsfrei, die SDGs. Insofern bin ich da bei Ihnen. Ich denke, da muss vieles auch erstritten und erkämpft werden. Aber das Wichtige ist ja, dass wir überhaupt diesen Diskurs führen, dass der Dialog öffentlich wird, dass es auch für die Parteien relevant ist und dass wir es in den Parteiprogrammen lesen, in den Parteien intern diskutieren, dass es auch für die Abgeordneten ein relevantes Thema ist, dann in ihren Wahlkreisen, auf dass sie auch sprechfähig sind, dass sie selber vielleicht auch aktiv mit einbringen können in die Kommunen. Weil ich denke, auch Nachhaltigkeit passiert erst mal vor Ort und wir kriegen diese soziale Verbindlichkeit und diese soziale Verbindung für die SDGs in der Region hin, in den entsprechenden kommunalen Strukturen und dort, wo die Menschen leben und arbeiten und nicht hier in unserer Berliner
Politikwelt. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass man dafür auch diese Strukturen noch mal anregt und aber auch als Bundestag und auch als Ministerium sehr viel öffentlicher damit umgeht. Das ist nicht nur eine Frage für eine Imagekampagne vom BMZ, sondern es gilt genauso für die anderen Ministerien, dass sie sich diese SDGs mit auf ihre Fahne schreiben und auch darstellen, öffentlich darstellen, was tragen denn wir dazu bei? Und jetzt gerade, wenn ich darauf komme, die ganzen Ressortkoordinatoren, die es gibt für Nachhaltigkeit, das ist ja auch schön, aber wenn die auch intern dann in ihren Häusern erstmal unendlich zu kämpfen haben, um dort dann intern überhaupt mal erstmal ein gemeinsames Mindset hinzubekommen, dann denke ich, geht es auch da nicht nur über Strukturen, sondern die Frage, wie kriegen wir das dann im Haus auch als einen gemeinsamen Ansatz angedacht, miteinander verbunden, sodass dann nicht einer auf verlorenen Posten kämpft und zu allen sagt, aber ihr müsst mir jetzt noch meine Nachhaltigkeitslisten abhaken. Das ist natürlich zu wenig und da müssen wir sehr viel stärker auch in die Organisationsentwicklung der Häuser mit reingehen. Ja, letzte Woche hat bei einer Konferenz von BMU und BMZ Entwicklungsminister Müller erklärt, die Entscheidungsträger wüssten seit vielen Jahren, was zu tun ist, sie würden es aber einfach nicht umsetzen. Insofern glaube ich, dass die Regierung das eigentlich, wenn Herr Müller recht hat, ich tendiere dazu, ihm zu glauben, durchaus sehr oft weiß, aber eben der politische Mut fehlt, es auch durchzusetzen. Also wenn ich jetzt lese, dass zum Beispiel die SUVs, diese gepanzerten Großfahrzeuge, sozusagen die Zulassungsrekorde wieder toppen, da muss man einfach sagen, dann haben wir ein falsches System von Anreizen. Dann muss man eben dagegen ökonomisch auch vorgehen und solche Fahrzeuge sehr viel höher besteuern oder ihnen die Parkplätze wegnehmen etc. Alle diese Dinge muss man dann aber tun. Da kann man nicht immer auf die Freiwilligkeit setzen. Man muss daraus auch ein Stück weit Geschäftsmodelle machen. Ich glaube, in der Landwirtschaft wollen sehr, sehr viele Bauern regional produzieren, aber sie werden durch immer neue Globalisierungsoffensiven kaputt gemacht. Mercosur, wenn dieses Freihandelsabkommen kommt, dann können wieder einige Bauern in Europa zumachen, weil sie gegen diese Billigkonkurrenz nicht mithalten können. Also es gibt da sehr viele Dinge, die, glaube ich, die Regierung durchaus kennt, aber wo dann nach wie vor diejenigen, die mit nicht nachhaltigen Geschäftsmodellen Geld machen wollen, die Oberhand haben. Nehmen wir die Autoindustrie. Ich meine, dass da sehr viel verpennt wird, das sieht man jeden Tag. Wir haben in den letzten Jahren das Bahnnetz von 40.000 auf 33.000 Kilometer verkleinert, die Straßen von 645.000 Kilometern auf 830.000 Kilometern ausgebaut seit 2010. Das ist Regierungspolitik. Eine Regierungspolitik, die im Verkehr Emissionen reduzieren will, macht es genau andersrum. Also auch da würde ich sagen, hat Herr Müller durchaus recht. Man weiß ja eigentlich, was man zu tun hat, aber wenn man dann einen Bundesverkehrswegeplan beschließt, der massiven Neubau von Straßen, Verbreiterung von Autobahnen vorsieht, dann hat man natürlich auch am Ende mehr Autoverkehr und senkt keine Emissionen. Es ist eigentlich alles bekannt in weiten Teilen. Man muss dann eben die politischen Widerstände überwinden, die dagegen sind, dass wir nachhaltiger werden, weil mit nicht nachhaltigen Geschäftsmodellen verdient man Geld. Und bei genau dieser Konferenz, wo Herr Müller das gesagt hat, war auch eine Vorreiterin, die Geschäftsführerin von VD, die einen flammenden Appell abgegeben hat gegen diese Ideologie der Freiwilligkeit, weil sie gesagt hat, ich mache alle diese Dinge, das kostet mich einen Haufen Geld, ich habe da nur Nachteile am Markt und die anderen lachen sich kaputt und verdienen Geld dadurch, dass sie die Umwelt versauen und die Arbeitnehmer ausbeuten und alles ist nach wie vor freiwillig, man darf das. Und sie hat verlangt, dass man den anderen das verbietet, Arbeitnehmer auszubeuten und die Umwelt zu versauen, damit sie da keine ökonomischen Vorteile mehr davon haben. Und ich glaube, dieser Ansatz wird nach 10 Jahren Freiwilligkeitsideologie jeden Tag in der Realität gezeigt, dass Freiwilligkeit nicht funktioniert. Wenn Sie das wirklich glauben mit der Freiwilligkeit, dann verlange ich auch, dass Sie es freiwillig machen, dass man bei Rot an Ampeln anhält. Dann gehe ich da halt auch rüber, ist mir dann auch egal. Das sehen Sie ja, was dabei rauskommt, wenn man solche Dinge freiwillig macht. Vielen Dank. Und die letzte Frage in unserem heutigen Fachgespräch kommt von Herrn Zickenhainer für die Grünen und richtet sich auch wieder an Herrn Mayer. Bitte. Wenn er fertig ist, fange ich an. Sehr geehrter Herr Mayer, die CDU, CSU und SPD hat in ihrem Koalitionsvertrag die Agenda 2030 zur Grundlage des Regierungshandelns beschlossen. Jetzt schauen wir auf den Autogipfel, die rechtliche Umsetzung des
Kohlegipfels das deutsche Input zur GAP, wie es im Moment zum mehrjährigen Finanzrahmen verhandelt wird, was jetzt schon als klimafeindlich beschrieben wird vom EU-Rechnungshof. Und etliche andere Punkte weisen ja deutlich darauf hin, dass die Ministerien den Koalitionsvertrag weder gelesen noch verstanden haben, wahrscheinlich, weil tatsächlich Grundlage des Regierungshandelns sieht natürlich ganz anders aus. Und wenn wir jetzt hier in dieser Runde sitzen und einer der zugeladenen Fachleute stellt tatsächlich die Frage, was wäre, wenn man die Agenda 2030 tatsächlich ernst nehme? Das muss man sich mal vor Augen führen, was das bedeutet. Wir reden hier über die Umsetzungsqualität. Und es wird davon ausgegangen, dass man sie vielleicht tatsächlich ernst nehmen könnte. Das bitte ich einfach zur Wahrnehmung dessen, was hier tatsächlich bislang in Sachen Agenda 2030 geschehen ist, zu berücksichtigen. Meine Frage ist deshalb an Sie, Herr Mayer, wie kriegen wir das in Zukunft hin? Wie kriegen wir eine Agenda 2030, die handlungsleitend wird, die ressort- und fraktionsübergreifend gedacht wird und Gesetzentwürfe tatsächlich so gestaltet werden, dass sie konsequent die Agenda 2030 stärken? Und wie kann die Bundesregierung es ihrer Ansicht nach schaffen, einen solchen ganzheitlichen Ansatz zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele umzusetzen? Und welche Ebenen spielen dabei eine Rolle? Oder wo sehen Sie die Rolle der verschiedenen Ebenen, Kommunen, Land und Bundesrepublik? Ich glaube, die erste Erkenntnis muss sein, dass wir mit einem Weiter-so die Agenda 2030 mit Sicherheit nicht umsetzen werden, sondern dass wir in zentralen Bereichen umsteuern müssen. Wir haben eine nicht nachhaltige Agrarpolitik, eine nicht nachhaltige Verkehrspolitik, eine nicht nachhaltige Energiepolitik, um nur die drei zentralen Bereiche zu nennen. Also muss ich sie ändern. Und was wir bei der Agrarpolitik mit der gemeinsamen europäischen Agrarpolitik steuern können, mit sehr, sehr viel Geld, das ist ja sozusagen geradezu luxuriös, in welchen anderen Politikbereichen kann man mit so viel Geld, so viel Steuern, da muss man natürlich hergehen und ganz klar sagen, ich identifiziere die Bereiche, die nachhaltig sind, die bekommen das Geld und diejenigen, die nicht nachhaltig sind, die bekommen eben so wenig Geld wie möglich, am besten gar keins. Öffentliches Geld nur noch für öffentliche Leistungen. Öffentliche Leistung heißt Umsetzung von Nachhaltigkeit. Das haben wir bisher nicht gemacht. Was macht die Bundesregierung? Fortsetzung der bisherigen Agrarpolitik, das ist unsere Politik in Brüssel. Nehmen wir die Verkehrspolitik. Wir haben natürlich bisher eine Verkehrspolitik, die vollkommen autozentriert ist. Immer mehr Menschen wollen das nicht mehr. Sie sehen hier in Berlin erfolgreiche Volksbegehren für Fahrradpolitik. Sie sehen überall den Trend, Innenstädte stärker autofrei zu gestalten. Die Leute wollen saubere Luft. Sie wollen billigere und funktionierende öffentliche Verkehrsmittel. Wohin fließt das Geld? Schauen Sie sich den Bundesverkehrswegeplan an. Das fließt leider immer noch, wie in den letzten 20, 30, 40 Jahren, in den Autoverkehr. Und die Bahn kündigt zwar alles Mögliche am laufenden Band an, sie gehört dem Bund, aber nichts davon wird umgesetzt. Das sehen Sie, wenn Sie jeden Tag, wenn Sie mit der Bahn fahren. Nehmen wir die Energiepolitik. Wir haben das Erneuerbare Energiengesetz praktisch abgeschafft. Das war in der Tat die erfolgreichste Maßnahme für eine Energiewende, die wir in den letzten Jahren hatten. Man kann sagen, sie war vielleicht nicht ganz sozial ausgewogen, kann schon sein. Da haben viele Leute Geld investiert, die Geld investieren konnten. Aber wir haben es jetzt abgeschafft, de facto. So sieht jetzt auch die Zubaurate aus. Wir haben kaum noch Zubau bei den erneuerbaren Energien und dementsprechend stockt die Energiewende. Warum werfen wir bewährte Instrumente über Bord, wenn wir dann sozusagen uns über die Ergebnisse wundern? Auch hier sind die, glaube ich, weiß die Regierung schon, was zu tun ist. Ich glaube auch nicht, dass es an den Ministerien liegt. Es ist vermutlich der Wunsch und der Wille der Regierungsfraktionen, dass es so ist. So ist das nun mal in einer parlamentarischen Demokratie, dass nicht die Ministerien die Politik machen, sondern das Parlament. Und das ist meiner Ansicht nach, wenn ich damit die Frage hoffentlich beantwortet habe, das Ergebnis. Wir haben bisher eine Politik der Lippenbekenntnisse für die Agenda 2030, aber man müsste dann tatsächlich Checklisten machen. Kommen wir dem Ziel näher? Wenn ja, gut, dann bleiben wir bei der bisherigen Politik. Kommen wir dem Ziel nicht näher, dann müssen wir die bisherige Politik halt ändern und können nicht sagen, wir streichen die bisherige Politik grün an. Und das wird in zentralen Bereichen Agrar, Energie, Verkehr, um nur die hier relevanten Themen zu nennen, leider gemacht.
Dankeschön. Und eine zentrale Frage ist natürlich auch noch, in welchem Tempo kommen wir den Zielen näher? Das war ja heute durchaus auch Teil der Debatte. So, wir sind damit am Ende unseres öffentlichen Fachgesprächs, unserer Beratung und dessen, dass wir uns auch beraten lassen von den Sachverständigen. Ich fand etliche Aussagen sehr spannend. Ich will mal zwei noch nehmen zum Abschluss. Streit macht ein Thema relevant. Lasst uns auch um die Umsetzung der SDGs streiten und nicht immer nur im Konsens vortragen. Dann interessiert es keinen. Überlegenswerte These. Denn der Parlamentarische Beirat für Nachhaltigkeit mindestens gibt ja alles an Ergebnissen immer nur im Konsens heraus, was dann vielleicht zu solchen Einschätzungen führt. Da täte ein bisschen Streit, auch öffentlich wahrnehmbarer Streit, vielleicht gut. Und zum anderen vom Rat für nachhaltige Entwicklung, der ja das ganz entscheidende Gremium als Beratung der Bundesregierung auch ist für die Nachhaltigkeitsstrategie, das Kämpfen und nicht nachlassen und Ziele verschieben. Und in diesem Sinn würde ich allen Teilnehmern des High-Level Political Forum vom 9. bis 16. Juli, das sind ja auch nicht nur Regierungen, sondern auch Abgeordnete, aber auch den Staats- und Regierungschefs beim SDG-Gipfel am 24. und 25. September, viel Erfolg, vielleicht auf der Basis von Mut zum Streit und von Kampfgeist wünschen. Danke Ihnen, Frau und Herren Sachverständige, dass Sie uns heute Ihre Zeit und Ihre Kompetenz geschenkt haben. Danke den Abgeordneten für Ihre Fragen und wünsche einen weiteren guten Tag, der jetzt für die Abgeordneten hier mit der Befragung der Bundeskanzlerin um 13 Uhr weitergeht, auch kein alltägliches Ereignis. Einen guten Tag.